Kamavinga. Boom! One of one. Eduardo Kamavinga. One of one. Pedri. Alter Schwede, was denn jetzt hier hinten raus los? One of one. Pedri. Boom, die zweite heute. Guten Tag, liebe Leute, herzlich willkommen bei Top Trading Card zum Montags-Livestream. Es klingt so, als würden wir regelmäßig montags einmachen, was nicht der Fall ist. Decksammler 26, so jung wäre ich gerne nochmal, ja. Wir sind alte Säcke, Decksammler. Was willst du machen? Das Leben ist bald vorbei. Ist, wie es ist. Ich begrüße euch und halte fest, der Meisterschaftskampf in Deutschland ist entschieden. Aber viel wichtiger, der Meisterschaftskampf in England ist brachial offen. Also ich glaube, Leverkusen macht nächste Woche das Ding klar. Jetzt, dann ist die Frage, bleiben sie invincible? Und bei Liverpool, City, Arsenal habe ich gar keinen Plan, wobei am Ende eigentlich immer alles für City spricht, oder? Wie seht ihr das? Guten Tag zusammen, guten Tag. Habe ich mich gefragt. 71-70-70 ist, glaube ich. Aber irgendwie ist City so ein City. So Guardiola mit Guardiola-Teams in der Phase des vor allem City-Guardiola holt ab jetzt eigentlich alles. Liverpool macht's. Ich hoffe, Klopp, man gönnt es Klopp wegen dieser Geschichte. Letzte Chance, dann hört er erstmal auf. Vielen Dank Marcel, vielen Dank Malfoy. Viel spricht für Guardiola, weil Guardiola und weil City, von der Art des Fußballs und so weiter. Aber keiner spricht von Arsenal. Die Lehren, die Arsenal letztes Jahr gezogen hat, nachdem sie 12, 13 vor waren, das noch verspielt haben und 7 am Ende sogar noch hinter. Ich glaube, man merkt, Arsenal ist als Team reifer geworden und gewachsen. Also auch Arteta mit dem Learning vom letzten Jahr und Arsenal ist es zuzutrauen. Ganz schwierig, ganz, ganz schwierig. Also das ist das Fußballwochenende. Liverpool wäre cool wegen Klopp, Arsenal wäre cool, weil es so lange her ist, aber City wird so machen, weil sie City sind. Ja, genau. Tottenham kann halt noch entscheidend sein, die letzten Runden. Ja, Timo Werner, Alter. Der Timo Werner wird noch irgendeinen wegfisten. Ansonsten wollten wir gestern ganz entspannt Fenerbahce gegen Galatasaray gucken. Das war nichts, sage ich euch ganz ehrlich. So ein Spiel habe ich noch nie gesehen. Eine Minute und das... Es war vorbei. Ganz merkwürdig, was da in der Türkei los ist. Fußballtechnisch ist sonst das Wochenende nicht so viel passiert. Dortmund holt sich die Champions League. Hör auf mein Wort. Ich werde beim Rückspiel gegen Atletico im Stadion sein. Ich hoffe, das Rückspiel lohnt sich noch zu besuchen. Nicht, dass im Hinspiel schon alles durch ist. Also da bin ich gespannt drauf. Das Spiel am Wochenende, ich meine, man spielt gegen Stuttgart, Schlotterbeck hätte den machen müssen, dann wäre es ein 1-1. Ich glaube mal 1-1 wäre okay gewesen. Vielleicht leistungsgerechnet, wobei Stuttgart vielleicht leicht besser war. Man weiß es nicht. Stuttgart spielt einfach klasse Fußball, muss man auch mal anerkennen. Ansonsten hobbytechnisch nichts Neues seit dem Freitagsstream. Heute gibt es einen unfassbar geilen Stream. Wir haben wundervolle Boxen, geilen Mix. Richtig, richtig gut. Ich glaube, Vogel ist soweit. Und reiht euch ein mit Vornamen und Postleitzahl ab jetzt. Da ist Clubmate 51, der auf Stufe 1 für 3 Monate im Voraus zappt. Junge, 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 Clubmate. Junge, 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 Clubmate. Vielen, vielen Dank an alle Subscriptions.
Okay, und dann haben wir heute Impeccable Wrestling bekommen. Davon sehen wir heute im Stream einige. Wir haben Futera Nostalgia bekommen. Am Wochenende war aber ein richtig cooles Wochenende mit meiner Tochter, deswegen erst heute. Matthäus, Knockout, NBA Revolution, ein bisschen Juve. Sehr, sehr geiler Mix. Pere? Pierre? Pierre? Dein, ach doch, du heute, ja, es könnte sein. Erst dachte ich, Pierre, als ich deinen Namen gerade lese, du trägst dich einfach so ein und willst Vogel wieder. Aber ich glaube, du bist wirklich dabei. Das sehen wir gleich. Ja, 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 ja. Wir haben heute 4 Impeccable. Ja? Ich habe 4 eingestellt, die sind alle verkauft. 4 Impeccable heute im Stream. Und dann sage ich euch ganz ehrlich, dann bekommt ein hier sehr bekannter Streamer ein paar Impeccable von mir, der sie dann wahrscheinlich in seinem Stream öffnet. Ich denke, jeder weiß, wer gemeint ist. Und dann verkaufe ich morgen die Frage nach Sealed, haben heute alles gesprengt, wahrscheinlich noch Sealed, und dann sind die Impeccable Cases alle auch schon wieder weg. Ja, wer hätte das gedacht? Ja, das eigentlich, die, machst du eigentlich das hauptberuflich? Nee, das ist schon lange unser Hauptberuf. Weißt du was? Nicht? Ja. Meinst du mich? Hört sich gerade so komisch. Nein, nein, das ist... Machst du das hauptberuflich? Nee, hast du gesagt. Ach so, ja. Ich mach das hauptberuflich. Nee, wir machen das hauptberuflich. Hat dieser Streamer irgendwas mit einem Keller zu tun oder stehe ich da auf dem Schlauch? Ja, könnte gut sein, dass der im Keller wohnt. King of Spades, der Streamer? Nee, nicht King of Spades, der Streamer. Der hat, glaube ich, mit Wrestling so gar nichts zu tun. Guten Tag zusammen. Morgen, könntest du eigentlich sagen, wann die Juve-Boxen Sealed nochmal kommen? Morgen. Don Slays, morgen. Ihr habt da auch einen unfassbar guten Preis. Haben wir immer, Flizzy. Ist nichts Neues. Hobby zum Job gemacht, ihr seid Macher. Ja, aber der Weg dahin, Adi, war, wir machen das schon sehr lange, war sehr lang, steinig und hart und du musstest immer dran glauben und belieben und das haben wir gemacht. Einfach, weil das Hobby für uns nicht nur Beruf ist jetzt, sondern schon immer das beste Hobby war, was es gibt. Ich glaube, das merkt auch jeder, der uns zusieht. Das ist ein bisschen was anderes als bei, ich sag mal, 95% der anderen, die das praktizieren. Tobias S., aber heißt hier Thorsten S. auf der Rechnung, aber die Postleitzahl steht. Okay. Ja, vielleicht Vater PayPal oder so. Okay, Schlegelino, guten Tag. Ich würde sagen, wir starten. Ich mache noch eben das Fenster hier zu, frische Luft ist ja ekelhaft. Und dann gehen wir es an. Ich glaube, der erste ist Thomas. Thomas G. Ja, mit einer Matthäus. Oh, letztes Mal der Start von Matthäus Weisen noch war richtig, richtig stark, Thomas. Jetzt hast du ein Brett zu bohren. Karl P., vielen, vielen Dank für deinen zweiten Monat. Moin. Danny. Auf viele Mattia de Chilio Autos. Da ist er wieder. Big Ben Berlin, VIP. Herzlich willkommen, was geht? Eli, nichts Besonderes. Good luck an alle, das Zick, die 1. Hallo zusammen, hallo Ander Eriksson. Ja, ich glaube, ist heute noch irgendwas Fußballtechnisches? Nee, ab morgen dann Champions League. Ne? Morgen ist schon wieder Kacke. Morgen kannst du City gegen Real gucken, musst du City gegen Real gucken, aber willst ja nicht Arsenal gegen Bayern verpassen. Es läuft aber auf 2 verschiedenen Sendern. Wie macht ihr das? Sag mal. Also wir haben beide Bezahlsender, aber wie macht man das? Schönen Stream, Al, vielen Dank für 6. 2 Fernseher nebeneinander hat doch keiner, oder? Kannst du Splitscreen machen? Geht das? Gibt es Fernseher, die das können? Am Handy gucken. Ihr braucht mehr Empfangs... Nein, nein, also wir haben auch überlegt, wir gucken auf dem Riesenfernseher das eine Spiel und auf den Monitoren vom PC die anderen. Das ist, ja, klar. Aber ich dachte, ihr hättet jetzt die absolute Premium-Lösung. TV und Tablet, also ja, okay, dann so wie wir. Pierre ist nicht dabei. Habe ich doch gesagt, Pierre hat sich einfach so eingetragen, ja. Er ist nicht dabei. Nee. Der heißt auf jeden Fall nicht Pierre. Ja, die Postleitzahl gibt es hier nicht. Ja, dann ist er auch nicht dabei. Ich habe doch gesagt, Pierre sagte mir nichts. Sag doch Vogel, der wollte dich nur triggern. Hat geklappt.
würde mich gerne einladen für Lotterbox. Philipp, ich sehe deine Nachricht, Vogel geht nach und nach durch. Du wirst jetzt ganz normal eingereiht zu allen anderen. Guten Tag zusammen. Ich würde sagen, wir starten in die erste Box. Tilo, eine Freundin von mir, hat zwei 60er nebeneinander an der Wand hängen. Ja, dann das ist brutal. Aber das muss ja auch ein großer Raum sein, oder? Leute, was uns immer noch fehlt, Aulbach, danke für deinen zweiten. 4 Stück, 77 Zoll, 55 Zoll, 43 Zoll, 27 Zoll, alles in einem Raum. Ihr seid ja pervers. Ja, ich brauche keine Heizung mehr. Ja, das, ey. Gut, vielleicht gibt es gibt auch Leute, die sagen, Strom ist egal. 1, 2, dann haben wir 3, 4, 5 geht dahin und dann legen wir los. Das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Okay, gehen wir es an. Der erste heute ist Thomas. Mit einer Matthäus. Wir haben heute ganz, ganz geile Mixe. Herr Beckenbauer Matze. Kahn Sepp Meier. Hoeneß Mehlem Bayer. 28 Grad in Berlin. War bei uns gestern 28. Heute sind es, ich sehe es hier gerade, 22. Julian Duranville. Hugo Larsson, Dimitar Berbatov, Kevin Paradis und Andreas Brehme. Wenn er verrecken, musst du mir den Ventilator aus dem Keller holen. Soll aber wieder kalt nicht, aber kälter. Das ist richtig. Guten Tag zusammen. El Shaddai Bichiabu. Von dem haben wir das On-Card-Auto jetzt aus der PSG verkauft. Gestern war es soweit. Ich hätte nicht gedacht, dass das teuerste Autogramm On-Card, was wir gestern verkauft haben, Sergio Ramos wird. Ich dachte, es wird Neymar, weil wir haben ja Warren Zaire-Emery, Lionel Messi und Kylian Mbappé behalten. Aber hätte ich ehrlicherweise nicht gedacht. Dann haben wir Ludovic Reis, Döki und Netz. Und dann gäbe es einen guten Tag Trading Domi. Auf geht's. Wir starten mit Harry Kane, Serhou Guirassy. Was war eigentlich mit Bayern los? Lothar Matthäus. Und starten mit Podolski zu 99. Für mich ist das eins der epischsten Fotos in der Serie. Matthäus Boxen sind echt nicht schlecht geworden. Tops kann mehr solche Boxen rausbringen. Ja, wer weiß. Ich bin ja bald da. Noch einen Monat ungefähr. Leute, in 20 Tagen ist Kaiserslautern übrigens. Und dann werden wir mal gucken, was ich mit den Tops-Jungs so bespreche. Ich bin echt gespannt. Führen 2-0 und verlieren 2-3. Sau stark, war echt bitter mit Ramos. Bin um 1 Euro bei dem überboten worden. Egon, echt jetzt? Kann das sein, Christopher, dass wir haben spekuliert, Ramos vorher nicht unterschrieben hat? Ja, also nur On-Card? Ja, Vogel, das weiß ich. Ich meine, auf irgendeinem anderen Stick. Heute meine erste Box bei euch, freue mich schon. Aber hast du dich eingetragen, Elli? Ich habe dich, glaube ich, noch nicht gesehen. Hast du geschrieben, wer du bist? Futera, freue mich schon so krass. Eli, du musst deine Vornamen und Postleitzahl einmal schreiben, dann reihen wir dich hier in diese Liste ein. Hallo Steffi, Stay, Hummels und Matthäus, Vincenzo Grifo und 99er Nkunku Nils. Ich freue mich sehr auf den Packable. Hast du dich eingetragen? Ich meine, ich bin schon am Öffnen, wenn da weiß Vogel ist. Ich bin immer mal durchgehen. Der war ziemlich früh, glaube ich. Schülke, hast du dich eingetragen? Ich mach mal weiter. Ja, habe ich. Okay. Oh, die Farbe könnte gut sein. Hab den Namen meiner Mutter. Ah ja, alles klar, dann weiß ich wer. Kannst du bei Tops fragen, ob es dieses Jahr wieder ein großes BVB Chrome kommt? Boah, fragen könnte ich das, aber ich kann nicht jede Frage natürlich stellen. Ich habe erstmal primär alles, was wir im Discord so zusammengeschrieben haben, notiert. Florian Kainz, Luis Openda, Jisung Lee. Oh ja, die wird gut. Die wird gut. Es ist wieder eine starke erste Box, glaube ich. Ja, die ist richtig stark. Echt, immer die erste. Die erste Matthäus im Stream zuletzt ballert wie Hölle. 3 of 10 Dual Autos, Sepp Maier, Oliver Kahn. GG an Thomas. Was ein Start. Das heißt, wir haben jetzt das zu 5 Auto Beckenbauer Matthäus und jetzt ist das unser nächstes Duel.
Doch, aber in älteren Serien wie Donruss im Realsektor. Okay. Also lange her, ne? Wir brauchen ein bisschen Geduld. Jeder, der drankommt, weiß bei uns, dass man Geduld haben muss. Und jeder weiß auch, dass sich die Geduld lohnt. Das läuft dir anders, Vogel. Ja. Vogel, es läuft anders. Und wenn du das nicht akzeptierst... Ich kenne das, aber vielleicht ein paar neue nicht. 3 of 10, Sepp Maier, Oliver Kahn, Dual Auto, erste Box, bumm. Wo ist er? Sehr geil, vielen Dank fürs Öffnen. Immer gerne Thomas. Das ist immer ein Start im Tag. Ich gebe das mal rüber, wir machen da noch. Ist das das erste Autogramm von Kahn bei Tops? Could be, maybe. Eta, guten Tag. Also, das gebe ich rüber. Und ich glaube, Leute, jetzt ist es dann schon soweit. Das Sick abonniert auf Stufe 1, vielen, vielen Dank. Für alle, die jetzt noch arbeiten oder auf dem Weg sind, es passiert jetzt schon, weil ein gewisser Team Minzi extrem süchtig ist. Und sich unbedingt als Erster eintragen wollte, um bloß nicht jemand anders vorzulassen. Und mischen. Ja, das hätte ich eh gemacht. Also, wir machen es bei Impeccable so. Das ist das Case. Das schütten wir aus. Kartentrick muss ich gar nichts. Ivo. Und dann sind das 3 Stück. Aber die könnten ja irgendwie irgendwo, das heißt... Wir mischen und mischen nochmal und mischen so und dann machen wir so und dann ohne dass ihr es seht und dann übereinander, dann untereinander, dann links rum, dann rechts rum, dann schräg zwischendurch in der Mitte geteilt durch 2 und dann haben wir es. Alles klar. Und dann lege ich 3 Stücke hin und weil du der Erste bist, der heute dran ist, Herr Minzi, dürfen Sie wählen. Sebastian sich und Ivo. Die 1 bitte schickt dir die Box mit, of course, Mr. Jan. Die lege ich mal wieder ins Case. Geh ins Case! Okay, ich brauche Abdecker, ne? Slivo, Servus. Slivo, bei dir, Alter. Ich habe gestern gesehen, du machst ja jetzt so Wrestling-Talk. Ich wusste nicht, worum es geht, sag ich ganz ehrlich. Ich hatte viel zu viel um die Ohren die letzten Tage. Vogel hat mich auch geklärt, der hat ja einen Stream sogar mal geguckt. Da war ja richtig was los, Alter. Ich habe gar nicht verstanden, worum es geht. Aber dann habe ich gemerkt, es ist ein großes Event und dann habe ich verstanden. Wo kann man bei euch besser? Shop oder anderswo? Sehe, wie Shop. Anderswo? Nur Shop. Shop, ja. Shop. Shop, Shop Sui. Der klebt ja wie Hölle hier, der Scheiß. Oh, das fühlt sich gut an, Minzi. Sag ich dir, wie es ist. Das fühlt sich gut an. Die Box willst du mit? Keine Ahnung, fangen wir mit dem an, du entscheidest. Mit dem oder mit dem? Es ging um WrestleMania. Ja, habe ich dann auch erst gecheckt. Ich habe halt, wrestling-technisch bin ich, war ich nicht informiert. Ich habe die letzte Zeit kriege ich gar nichts mehr mit. Minzi! Mehr Latte. Okay, wir fangen hiermit an. Wiegt 5 Tonnen, deswegen glaube ich, ist eine Bar drin. Nur Gold ist drin. Und bitte Vogel, Schnauze. Bitte drin. Ja, aber dann hätte ich die Karte ja nicht ablegen.
12 of 25. Eine Silberunze. 99er. Silver, fein. Alexa Bliss. Brauchen wir da super dicke Dinge? Oder? Also, das passt nicht in 180. Ja, also, wir da mal merken jetzt. Naja, oder wir packen das in 360 Top. Haben wir ja das ganze Lied. Vogel, halt einfach die Fresse, ey. Passt nicht. Vogel, hol doch jetzt ein Magnet. Ich sag die ganze Zeit, das passt nicht. Magnet, sagt Vogel. So. Also, Alexa Bliss, eine feine Silberunze. 12 of 35. Dann machen wir weiter. Die lassen wir mal kurz hier liegen, ne? Was für ein Oshi-Pack, ey. Oshikuru. Kennst du noch Oshikuru? Oh, 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 oh. Oshikuru. Oh, 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 oh. Oshikuru. Vorbei, vorbei. Ist ein Dämon-Samurai. Oshikuru. Ist richtig rum? I don't think so. I don't think so. Wir starten. Engels gleich. Minimum. Okay. Machen wir so. Es ist die Nikki Cross 5 of 99. Ich glaube, also ich kann es mal in einem Regular Sleeve versuchen. Ja, okay. Das muss man einfach auch können. Dann ist das entweder kein 100er. Nee. Okay. Karte Nummer 2 für Minzi. Machen wir das wieder so? Oh, ich habe einen Namen gelesen. '68 of '99, Otis. Oh, da sind wir jetzt mal ganz ehrlich. Sehr, sehr schön. Man fragt sich ja immer, wie können so ein paar Karten so teuer sein? Und natürlich, wir wissen, Impeccable, Immaculate, das ist dieses High-End-Zeug. Aber die sind halt auch wirklich schön, ne? Otis. Da ist was falsch rum. Also ich kenne mich nicht aus, würde aber sagen, nee, sag ich's oder nee, da könnte ich mich übelst blamieren. Nee, ich sag's nicht. Ich sag's nicht. Zwei Titel gewonnen. Kevin Owens, 23 of 25. Ich wollte Kevin Owens sagen. Ich meine, im Nachhinein ist es jetzt leicht gesagt. Minzi. Oh, ich glaube, Slivo will die haben. Genau, war du jetzt jeden Wrestler kommen? No, bitte nicht. Das könnte ich übel enden. Ich kann dir auch nicht mal helfen. Das könnte übel enden. Das will auch keiner, glaube ich. Ich hätte es nicht gewusst. Da steht Canvas zu 75, Canvas Creations, On Card Auto. Von hier irgendein Dante Chen, sieht aus wie der Gegner von den Power Rangers früher oder so. Oder Mortal Kombat. Mortal Kombat, stimmt, den meinte ich. Da müsst ihr uns helfen. Dante Chen. Oh, also Lorek, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe extra mehr Cases gekauft, obwohl sie teurer geworden sind, weil ich dachte, wer weiß. Und wir haben heute schon alleine 4 Personal Boxen im Stream. Steini hat schon reserviert. Und ich glaube, dann geben wir morgen den Rest zielt ab und dann ist alles schon wieder weg. Das fliegt. Ja, dass Dante Chen jetzt nicht so gut ist, habe ich mir gedacht, Minzi. Es tut mir wirklich leid.
Merci. Boah, der Patch ist brutal. Candice LeRae, 27 of 49. Der Patch ist ein Traum. Ich schau mal kurz drauf, ob das irgendwie Match-Worn oder sowas ist. Es ist The Enclosed Superstar Worn Used Material and Autograph are Guaranteed. Yes. Hier ist so eine kleine Unebenheit, Minzi. Minimal. Das packe ich dir mal in 130. Slivo oder vielleicht auch andere, die wirklich Plan haben. Ab wann geht die Wrestling-Lizenz technisch zu Fanatics über? Zwei noch, glaube ich. 25. Okay. Angeblich. Da steht schon Tito Santana. Sticker-Auto. Jo. 14 auf 49. Ich würde auch hier sagen, damit ist Minzi, ich glaube, mit der Minzi ist bis jetzt am zufriedensten mit der Silver Bar. Alles andere, glaube ich. Tito Santana. Tilo, schreibt er. Tilo Santana, bester Mann. Ah ne, da kommt dann auf jeden Fall auch eine Redemption ganz hinten. Also letzte Karte und dann Redemption. Axpro, danke für 28 Monate. Elegance. Ich glaube, man sagt Asuka. Hier in den Raum auf jeden Fall genutzt, dass man sieht. Game One ist halt schlicht schwarz. Ist auch Game One Superstar One used. Ja, Platz für ein Patch. Und dann bleibt wirklich nur noch die Redemption, Minzi. Und da kann ich ja ohne Wenn und Aber, oder? Übrigens, ich warte immer noch auf Undertaker. Ja, ich warte immer noch auf Undertaker. Die habe ich heute vor einem Jahr, habe ich in meiner Impeccable Wrestling, weil ich so ein Wrestling-Fan bin, habe ich eine geöffnet. Und habe Undertaker On-Card Auto. Ich habe es immer noch nicht. 408. Elegance Memorabilia Autograph. Rey Mysterio. Ich glaube, das ist geil, oder? Den kenne ich. Mahlzeit Ringo? Ja, den kenne ich auch noch. Taker war auch gestern beschäftigt, der konnte nicht unterschreiben. Ja, das ganze Jahr. Rey Mysterio. Geil. Okay. Jetzt ist die Frage, ich stecke keine Farbe oder so bei, ob das jetzt Base oder ob die Elegance, haben wir eine Elegance gezogen? Bestimmt die letzte, oder? Also, die ist, ja. Asuka wäre zu 49, ob die dann alle zu 49 sind oder weniger. Rey Mysterio als Elegance Memorabilia Autograph plus Asuka. Ein Sticker war drauf, auf Tito Santana. 99, schreibt sie mir. Okay, Dante Chen, Candice LeRae und dann Kevin Owens. Nikki Cross und Otis plus eine Silver Bar von Alexa Bliss. Danke euch, war jetzt nicht unbedingt was für mich dabei, aber auch ein Toppreis kann man das mal riskieren. Ja, dann, du weißt ja, wie das läuft, ne? Ich denke mal, Verkauf kriegt man das und wird nicht allzu viel verpulvert haben. Ich habe aber ehrlich gesagt gar keine Ahnung von dem Marktpreis. Also 0,0, deswegen genießen wir diese Aussage mal mit Vorsicht. Ich danke dir auf jeden Fall, Minzi. Wir sehen heute noch drei andere Boxen. Kommt jetzt direkt die nächste. Michael. Ja, Michael
L. Michael L. Wisst ihr schon, wann ihr Crown Royale bekommt? Das war andere Serie, ne? Wo ist Crown Royale? Ist NBA? Ja, tipp ich mal. Also heute kam Revolution. Da haben schon so viele nachgefragt für morgen, wenn es Ziel kommt. Auch wir werden in Revolution gehen, weil Wemby-Preise schon wieder ab von Gut und Böse sind, wie immer. Ist sehr selten zu ziehen, auch wie immer. Und Preise sind auch ab von Gut und Böse, aber auch wie immer. Und ich habe heute bezahlt für 3 Cases Oregons. Die 2 bitte, schreibt Obstler. Alles klar. Dann vielen, vielen Dank, Michael. Da geht's direkt weiter. Auch für dich gibt's natürlich die Box nach Hause. Was ich brutal feier, ist in so Kleinigkeiten, ist der Sticker. Weil da steht das Wrestling-Logo in klein, Official License Product. Gefällt mir. Richtig schön. Und sind wir ganz ehrlich, für uns sehr maskulinen Typen ist die Farbe der Box doch einfach... Oh, übrigens, hier sind auch Filler ohne Ende drin. Also, falls ihr welche braucht, ihr habt alle 4 Filler zu Hause jetzt. Viel Spaß. Guten Abend, Delay. Wir starten auch hiermit. Das kann jetzt ja quasi keine Bar mehr sein. Ich glaube, ich habe noch nie einen Case mit 2 gesehen. Dann sind das diese Metal-Karten. Ja. Okay. Oh, ist das Batista oder was? Das ist ja voll geil. Ich feiere ihn als Schauspieler brutal. In den, wie heißen die Filme? Guardians of the Galaxy, aber vor kurzem noch eine andere Rolle. Feiere ich brutal. Richtig cooler Typ. Batista 475. It's a part of the legendary faction evolution. Batista learned the game from the game. Sehr schön. Ich guck mal eben, ob ich richtig rum bin. Ich glaube ja. Hinten übrigens noch eine Plate. Also in dem Pack hier war eine und hinten kommt noch eine. Ich weiß sie nicht, ich kenne mich doch nie aus. Doch nicht richtig rum. Habe ich jetzt nochmal gedreht? Nee. Austin Theory zu 99. René, danke für 35. Dann haben wir 1 of 99 Rowdy Roddy Piper. So, auf jeden Fall mal ein episches Bild. Wer wer da angerannt kam, weiß ich nicht, aber er macht den Torero. Der Shimi, danke für 25. Austin Theory ist der neue Tag Team Champion. Das ist Franz, oder? Ach, Ludwig heißt er. Franz Kaiser, dachte ich, heißt er. Ludwig. Ludwig. Ja, irgendwas Österreichisches. 20 of 25 von Ludwig. Hab ich keine Ahnung. Ist der gut? Ist der schlecht? Kann der was? Ludwig zu 25. Ludwig ist nice. Sehr schön. Jetzt kommt die erste Redemption sofort jetzt. Das heißt, die schauen wir uns auch sofort an. Der ist Hamburger gescheitert. Der ist Hamburger. Ich dachte, das wäre ein Österreicher. Der klingt, Ludwig Kaiser ist für mich ein Österreicher. Da könnt ihr mir auch sagen, der ist Hamburger. Der ist Kaiserschmarrn und ist Österreicher. Impeccable. Immortal Inc. Sind das diese wo schön? Juventud
Guerrera. Sagt mir auch irgendwas. Gunther ist Österreicher. Der ist älter schon hier, der Typ, oder? Ist das Legend-Auto? Gar keine Reaktion zu Juventud. Xavier Woods On-Card Relic, 19 of 25. Was er für eine Klamotte anhat. Wahnsinn. Zu 25. Xavier Woods. Schniedel. Ist vor meiner Zeit, kenne ich nicht, ja. Ich meine nämlich auch, das ist schon ewig her. Das sieht erstmal schön aus. Machen wir, glaube ich, so. Road Dog. Voll geil. Also ich meine, diese Unterschriften voll auf die Karte in so einem großen Feld. Das sieht einfach. Und Kartautogramme sind einfach schön. Road Dog. Achte auf sein T-Shirt, Vogel. Mega, diesen, ja. Da sind wir halt raus. Ja, ja, das ist. Da brauchen wir euch. Da sind wir, voll auf eure Expertise angewiesen. Road Dog zu 75 Oncard sieht sehr, sehr cool aus. Und dann. Michael, ne? Mhm. Wir haben jetzt noch zwei: noch eine Plate und noch eine Standardkarte. Carmelo Hayes, der Patch ist richtig schick. 7 of 25, wieder zu 25, so wie eben auch schon Xavier Woods. Ich glaube, was schreibt er drauf? Melo? Ja. Carmelo Hayes. Mit dem Liederdesign eigentlich ganz geil. Ja, finde ich auch. Sehr schlicht gemacht. Hier unten die Schrift. Das kommt schon cool. Jetzt müsste Carmelo sehen als einer der Stars der Zukunft. Und was jetzt bleibt, ist nochmal eine Platte. Was bedeuten zwei Platten? Also man sieht schon mal farblich. Ist das was anderes? Es ist eine On-Card auf der Platte von Nikita Lyons. Aber die hat auch voll den Platz genutzt. Stainless Stars. On Card auf Platte. 18 of 25. Nikita Lyons. Michael. Heidi ist Bombe. Schön auf jeden Fall. Ja, das also. Die Qualität von Impeccable ist Wahnsinn. Was. Im Gegensatz zu Soccer auffällt, dass wirklich viel On-Card ist. Bei Soccer ist es ja von Jahr zu Jahr weniger geworden, was echt schade ist, wenn man den Preis bedenkt. Das muss man dann auch geil sagen. Also Nikita Lyons ist Stainless Stars zu 25 On-Card. Wir haben ein Carmelo Hayes Relic Auto zu 25. Xavier Woods ist Relic Auto zu 25. Ein Road Dog On-Card zu 75. Hier diesmal kein Sticker-Auto. Juventud Guerrera als Immortal Ink Redemption. In der Packung vorher war Batista als Stain. Und dann Ludwig Kaiser 25. Roddy Piper 99. Und Austin Theory 99. Also ich hoffe, du bist halbwegs zufrieden damit. Macht auf jeden Fall unfassbar Spaß, solche Produkte zu öffnen. Die Qualität ist auch echt sensationell.
und dieses On-Card unterschreibe, ist einfach nochmal eine ganz, ganz andere Liga. Ich bedanke mich bei Michael. Vielen, vielen Dank für die zweite. Und dann haben wir noch, ich glaube, er heißt Sven. Der hat gleich zwei davon geholt. Das sind also gleich nochmal, Sven, für dich öffne ich dann auch noch das andere Case. Leg dir vier Boxen hin und du darfst zwei aus den vier aussuchen gleich. Aber erstmal ist Gregor. Gregor G. mit einer Futere. Die erste Nostalgia on Stream. Gregor, du tust es. So, jetzt heißt es wieder 55 PT, 75 PT, 100 PT, 130 PT, Thick, Small, Dingens, Kirchen. Was haben wir denn? 100, 130. Ich glaube, wir haben alles. Okay. Nach zwei Impeccable und einer Matthäus, die wahnsinnig geschallert hat, kommt jetzt die erste Nostalgia. Da ist Jens so gut gewesen, der hat auch direkt die Checklist zur Verfügung gestellt. Hier findet ihr die Checklist und alle Infos. Ich weiß gar nicht, ob es eine Checklist gibt. Futera, jetzt bin ich absolut hyped. Direkt von Futera mit Steuern und Versand hätte eine Nostalgia 495 Euro gekostet. Dann sparst du hier ein bisschen. Dann hast du bei uns ein paar Euro gespart, würde ich mal sagen. Jetzt ist die Frage, wo ist Gregor? Ja. Sind die eingeräumt? Das kann ja auch noch nicht lange her gewesen sein, ne? Nee. Du weißt, wie es läuft, Gregor. Ja, ja, für den Stream immer wieder sealed auch. Gregor. Kann ich bei ihm nicht die Nachrichten einsehen? Gregor. Die 1 bitte. Wer eine ganze Box im Stream holt, wurde ich heute mehrfach bei Instagram gefragt, kriegt natürlich die Box mit nach Hause. Obst, da alles gut, verstehe ich. Ich habe eins bei Koscha, weil ich möchte ich Redemptions wegen Semi 10 und kann kein PN-Chain. Twitch will dafür meine Nummer haben. 380 ist unverschämt günstig. Heute längerer Stream. Ja, wir haben auf jeden Fall viele Boxen, ja. Und vor allen Dingen schöne Boxen und wir rushen da ja eigentlich auch nicht durch. Also alles wie immer, die Box von Futera lässt sich nutzen, wenn man das Inlay hier rausholt, als schöne Storage-Box für eure Toploader. Da passen auch einige rein. Hallo Lisa, guten Tag Kirsche. Dann machen wir. Die erste Nostalgia geht an Gregor. Lass mal liegen, ne? Ihr wisst, wie es läuft. So, jetzt wollen wir mal sehen, wie sehr Nostalgie ist denn da drin. Vogel und ich öffnen Futera Unique. Früher Futera World Football. Ja. Seit 2001, glaube ich, oder 2003, wann ging es das erst? Also seit dem ersten Set. Wir haben jedes Jahr bestellt und das Base-Design ist auf jeden Fall ein altes, das sehe ich sofort. Jetzt ist die Frage, wie viele nostalgische Dinge haben sie mit reingenommen? Wir starten mit Josko Guardiol, also, das ist ein bisschen Wirrwarr, haben sie aber extra gemacht, das ist ziemlich cool. Defender, das ist alles gleich, oben die Nummer. Das Base-Design war halt auch vor 20 Jahren schon so. Ne? Es hat sich wirklich, was das angeht, nicht verändert. Miffy, danke für 57 Monate. Martin Ødegaard. Gonzalo Ramos, die ist numbered zu 55. Diese Basekarten haben wie immer 55 PT. Die Designs, die du mir gezeigt hast, kamen gestern noch nicht. Boah, das wäre zu heftig, Tom, ey. Harry Kane, hier ist Cristiano. Luis Diaz, der das 1-0 für Liverpool gegen United gemacht hat. Und die erste... Das ist definitiv Virgil, da brauchen wir nicht lang gucken. Game Used Memorabilia. Oh, die haben echtes Leaf. Ja, musst du nicht mehr umpacken. Ja, die sind aber so. Spiel das noch, oder?
7 of 19 aus Liverpool Game Jersey aus einem Match 2019-20. LFC, ja, dann muss ich so gucken, ob ich sie dann in 100er kriege mit diesem Lappen da drum. Ich glaube nicht. Nee. Elite. So, seht ihr das vielleicht? Muss nochmal rausholen. So leicht foliert, genoppt. Canvas, aber gleichzeitig mit Folie drüber, schon edel. Sehr, sehr schick. Da nehmen wir lieber 130er, da werden wir mehr von brauchen. Ja, erstmal sind wir. Virgil van Dijk. Achso, das ist der Goldene, ne? Mhm. Min-jae Kim, der hat aktuell ziemlich die Arschkarte. Also, wir haben Gareth Bale, The Greats mittlerweile, dann Heritage, diesmal richtig Vorder- und Rückseite bedruckt. Die Schriftart hier hat sich auf jeden Fall verändert. 13 of 32, El Shaddai Bichiabu. Ist das hier Standard? Dann Jude Bellingham, Team England. Barella. The Greats numbered von Iniesta zu 40. Spain. Griezmann. Ist schon mal ein cooler Spieler. Jetzt die Frage, was kommt. Was? Diese scheiß Sleeves, ey, war vorher besser. Ronaldo der Echte, R9. Standard schwarz, Forward Brazil, sehr schlicht, aber sehr sexy. 7 of 15 aus AC Milan Game Worn Jersey. Aber auch größere Relics jetzt mal dabei, ne? Das ist voll geil. Ja. Weißt du noch, letztes Mal? Ja, das war gibt so. Es auch noch, habe ich gesehen. Ja, also es gibt garantiert kleinere, aber mir gefallen Trikotstücke eingearbeitet deutlich besser, wenn sie größer sind. Das ist mal ein Schinken hier. Wunderschönes Teil. Mir gefällt, dass sie diesen Look, das sieht so, ich kann das gar nicht erklären. Es sieht wie Nostalgie aus, weil es ist so leicht, sagen wir mal, grau, fast vergilbt, aber nicht. Weißt du, was ich meine? Kann man voll schlecht erklären. Auf jeden Fall, oh, die ist cool hier. Weil, die ist insofern geil, weil Warren Zaïre-Emery, zeige ich dir gleich, Rafael Leão, Robert Lewandowski, Kun Agüero mittlerweile in The Greats, dann Eder Militao als Heritage zu 24, ist wieder fit, Kreuzbandriss ausgeheilt, wollen wir hoffen, dass es bleibt. Die ist geil, weil es ist im Frankreich-Trikot. Das müssten somit die ersten Warren Zaïre-Emery im Frankreich-Trikot Le Bleu, 36 of 40, der ist einfach, ist ja mittlerweile 18, ich glaube immer noch nicht, und hat einfach schon debütiert. Der hat ja auch gegen Deutschland, glaube ich, gespielt. Hier kommt auch irgendwas Cooles. Ja. Rodri, der wahrscheinlich beste Sechser der Welt. Könnt ihr euch jetzt drum schlagen, Rodri oder Declan Rice? Wie es schreibt einer Kimmich oder so eine Kacke. Das ist von Gladbach. Manu Kone. Und die Trikots sind so eingearbeitet. Ja. Two Color. Und in der Mitte ist der Ball, so ein alter Fußball in diesem Goldrelief. Kimmich. One of 25. Gladbach. Kimmich ist nicht mal Sechser. Ja, jetzt Rechtsverteidiger. Kimmich will aber Sechser sein. Ich glaube, wenn du Kimmich fragst, was ist deine Wunschposition, dann sagt er 100 pro 6, er muss ja jetzt Rechtsverteidiger, weil Bayern ja alles drunter und drüber geht. Aber kann man sagen, was man will. Rodri oder Declan Rice, alles andere stellt sich nicht. Also, finde ich. Moin, Pex-Fan. Und hier haben wir was Güldenes.
das ist ein Frame. Ja? Ja. Sauber. Können wir raten? Oder? Können wir raten, glaube ich. Das fühlt sich nach One-of-One Autograph an. Oder halt Frame Autograph. Ob es nach One-of-One ist, weiß ich nicht. Aber ich merke, hinten ist nicht glatt, sondern geframed. Modric. Ashley Cole. Toni Rüdiger. Diego Forlan. Zu 55. Er ist als RV aber auch 20 Mal besser, vor allem in... Stimmt, bin ich bei dir. Ist auf jeden Fall auch der beste deutsche Rechtsverteidiger, den wir haben. Mir würde keine Alternative einfallen. Deswegen, die Lösung ist gut. Darwin Núñez, nochmal eine Sage Emery. Mal gucken, ob wir es... Definitiv ein Frame. Also ein Autograph. Was haben wir früher aufgegeben vor? Ja, ja, manche Autos kennt man einfach, aber den. M. M, U. M und dann, ich würde sagen, okay. M mit Vornamen und dann ein T im Nachnamen, aber wer ist MT? Kennt den einen. Spack mal, der wird es nicht sein, der heißt Nigel. Aber es sollte. M, MT, wer ist MT? Maldini, wer ist da? Maldini ist das nicht. Oder? Okay. Weiß ich nicht. Mutti. Materazzi. Okay. Ja, gucken wir mal. Kennen wir ihn? Matt Turner, One of One Gold Frame Autograph. Das ist der Torwart von Amerika. Ja, schadet nicht jetzt, den zu haben. Ja, zur World Cup 26. Ja. Wenn er auch den einen oder anderen Fliegenfänger macht. Matt Turner, One of One, One of Autograph. Mary. Mit einem schönen Rahmen haben sie gemacht. Ja. Na, dann nehme ich lieber mal 180. Also wir starten in der ersten Box mit dem One-of-One Gold Frame Auto. Matt Turner. Das macht schon wieder sehr viel Spaß, Hotera. Alles klar, wir zeigen dir nochmal. Wir haben eine Numbered von Forlan, ein Timeless zu 15 Memorabilia von dem echten Ronaldo, Virgil van Dijk, das One-of-One Autograph von Matt Turner, Manu Kone für Borussia Mönchengladbach ist zu 25, Zaire Emery, Eder Militao, Xavi, Bichiabu und Gonzalo Ramos. Alles aus einer Box. Aber Premier League ist das doch, ne? Wo ist ich meine, der spielt Premier. Fulham oder so? Irgendwie so, ja. Und wie gesagt, USA. Nur Number One Torhüter. Der war bei Arsenal, spielte Nottingham. Okay. Matt Turner, wo? Zuerst bei Tina. Danach. Mein Gott, Doferino, was ist da los? Das war eine starke erste. One of One direkt abgehakt. Autograph, Goldframe. Läuft. Hier steht jetzt Thorsten, aber ich glaube, er hat sich vorgestellt als... Nee, er hat sich als Thorsten vorgestellt. Aber hier drauf steht Tobias S. Kriegen wir aber, glaube ich, hin. Solange die Adresse stimmt, Tobias. Oder Thorsten. Oder wie auch immer. Okay, das erklärt einiges. Ich dachte irgendwie, manchmal hat man ja auch das Vater, Mutter, was weiß ich, Familienangehörige. Aber das ist dann, das ist Thorsten, das ist der falsche. Vogel, wer ist dran? Mit zwei Knockout ist der dran. Ja, Knockout, so, ich weiß ja nicht, nur weil da zwei Knockout liegen, wer dran ist. Ja, die heißen beide, danach kommt noch ein Tobias S. Dann Tobias SCH, oder was? Wir machen jetzt Tobias SP. Tobias SP. Junge, Junge, Junge. Ja, kann ich da nichts für, wenn ihr einen anderen Namen überall rufen. Also, SP im Nachnamen. Ja, genau, 47169. Ja. Kriegen wir aber hin irgendwann. 2 und 3. Wir gehen in den Knockout. Soll eine Bulli feines und Kunkautos zu 5 Euro? Boah, das sind so Fragen, die kannst nur du selber beantworten.
Was soll ich dir dazu sagen, Hausi? Mal ganz ehrlich. Auf eine Messe Sachen mitnehmen ist grundsätzlich keine falsche Idee. Ja. Good luck, Andra Tobi. Wir gehen rein. Ciro Immobile, Concesao, Taremi, Gonsalves, Martinelli. Es folgt erstmalig. Dann haben wir Füllkrug, Rodrigo, Babadi. Hat der Ajax gesehen, das Ergebnis? Phil Foden und Kangin Lee. Es folgt zweitmalig. München habe ich nichts von gehört. Wer hat Frau Ronny? Raspadori, Kamavinga, Pedro, Bradley Barcola und Kvicha Kvaratskhelia. Nach Lautern und Tilo dort anbieten. Jo, als ein Kunku-Sammler bin ich bekannt. Kamada, Rooney Barchi, Olmo, Minje und Simakon. Kim, Griezmann, Simeone, Tell und Mika Hamilton. Und das ist definitiv dritte Folge. Noah Lang, Julian Brandt, Jamie Bynoe Gittens, Xavi Simmons. Nehmen wir mit. Vogel ist direkt wieder abgehauen. Wir sind ja auch schon 6, 15 Minuten on stream. Lamine Yamal Rookie Green 99. Dann haben wir Ander, Julian Alvarez, Evan Nilsson, Riquelme. Und das Auto kommt zu 99. Das ist halt insofern ein schlechtes Autogramm aus der Auto-Checklist, weil Sergino das wirklich schon viel, viel unterschrieben hat. Ich glaube, es gab mal ein Jahr, da war noch bei Barcelona, da habe ich extrem viel von diesem Gekringel hier gesehen. Sergino das Auto, aber Auto getroffen. Auf der anderen Seite steht auch ein positiver Aspekt. Moin Auto, Tom Warren Zayamery, Griezmann, Nketia und Vinny Junior 49. Wir haben Liverpool geguckt, ja? Also, erste Box, Lamine Yamal 99, Vinny und 99er Sergino Dest Autograph. Ja, Minus Tor war sehr geil, aber das Tor von Bruno war auch nicht schlecht. Ich meine, es geht aus einem Fehler von Kwanzaa hervor, aber du musst den Ball direkt nehmen auch erstmal, ne? Schon richtig, richtig brutal. Also, Auto Dest, Lamine Yamal. Taremi, Nketia, Larsson, Merino und Gustav Isaksen. Dann Barella, Reus, Kangin Lee, Bradley Barcola und Sergino Dest. Babadi, Morata, Di Marco, Foden und Ødegaard. Noch keine Folge bis hierher. Ich finde das Tor von Maino aber besser und schwerer. Boah, schwerer als der von Bruno. Wie er es macht, ist geil, aber er ist halt auch 20, 25 Meter näher am Tor. Natürlich schweißt er den da geil ins Eck aus der Drehung. Aber ich glaube, technisch schwerer der Schuss, ganz klar von Bruno. Den musst du in dem Tempo erstmal so nehmen. Der kann auch 60 Meter am Tor vorbeigehen. Euer Sabal, Jamal Musiala, Leroy Sané. Können wir uns darauf einigen, es waren beides schöne Tore, oder? Dann kommt hier die zweite Folge. Chancen bestehen immer noch, dass du 2 von 2 machst. Vinny, Brandt, Simakan, Kamavinga, Julian Alvarez. Ah, Schlotti, ey. Aber er weiß ja, dass er ihn machen muss. Wenn ich dann Patrick Wasserzieher nach dem Spiel sehe, der eh schon immer Fragen stellt. Wenn ich Profi wäre, boah, ich müsste mich so zurückhalten, dem nicht direkt einzuballern. Ne? Hast du die Frage gesehen, ja, die Art und Weise, wie der die Fragen stellt? Boah, da krieg ich... Eher sind so drauf aus, dass du die irgendwie ja, Reserve... Genau, Wasserzieher will den Leuten nur ans Bein pissen und denen direkt nach dem Spiel Finger in die Wunde. Wenn der sich mal irgendwann einfängt, würde mich nicht wundern. Also, der ist wie der Anzeigenhauptmeister. Der hat einfach verdient, auch mal einen zu kriegen, ne?
Martinelli, Vinny, Adeyemi, Xavi Simmons und Olmo. Dann haben wir Füllkrug, Simeone. Wir haben auf jeden Fall eine zu 10 schon gesehen, Domi. Hat er ja gesehen. Achso, Fermi Lopez, Colomuani und 99er DNA Ricardo Riquelme. Und dann Raspadori, Paz, Joao Felix, Benjamin Cesco und noch eine 99 von Rodi. Die Box war es nicht. In der ersten Lamine Yamal Rookie 99 nimmt man mit Auto getroffen, wenn auch nur Sergino Dest. Ich würde sagen, es ist ein gesunder Mix. Die Nummerierung könnten durchaus mal besser sein. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Sehr viel Grün. Mit Anzeigen Hauptmeister Möbel konnte sein, dass er von Raab erschaffen wurde. Ja, naja, mitbekommen habe ich es nicht, aber ist mir eigentlich auch egal. Ich habe viel zu wenig Zeit, mich um solche Sachen mich damit auseinanderzusetzen. Tobias Nummer 1, was sagst du? Oder Thorsten? Das ist Tobias. Das ist Tobias. Was soll man auf die Frage, so meine Chance nicht genutzt hat, auch antworten? Hat er gerade keinen Bock oder was will man da? Ja, finde ich auch. So eine unnötige Frage. Der Typ geht mir eh richtig auf den Sack, dieser Wasserzieher. Aber er ist doch Profi, hat er gesagt. Ja, stimmt. Du hast noch nie Fußball gespielt, seit 50 Jahren. Ja, ja, fick dich, ey. Wemby, Wemby, guten Tag. Geht besser, aber danke fürs Ziehen. Jetzt kommt Thorsten Tobias. Also jetzt kommt dein quasi Namensvetter. Und das ist jetzt, das war ja jetzt Chabo. Vielen, vielen Dank, Chabo. Jetzt kommt dann Beino, ne? Ja, anscheinend sehen wir das ja, oder viele von uns, dass der nicht so sympathisch ist. Der. Ja, der geht gar nicht, Freddy. Wasserzieher ist Katastrophe. Der ist auf Augenhöhe mit Hammer. Ich habe immer noch Juve. Ach so, Vogel, ich dachte, ja gut. Nee, nee. Du sagst ja nichts. Doch. Ich dachte, beide hätten Knockout. Du hörst nicht zu. Mhm, genau. Ist so. Ja. Dann nehmen wir lieber eine Juve, ne? Ja, kann ich. Ich brauche Informationen vom Vogel. Ich habe die Listen nicht hier liegen. Schon dreimal bekommen. Das nächste Mal bestellen wir dasselbe zur Verwirrung, ja. Die Nummer 1 machen wir. Juve! Nehmen wir es an. Direkt Gold im Ersten. McKenny, Rugani. Ein First Bowman, boah, hier 50er Hildis, der hätte geflasht, ey. Bonetti zu 50. Juve am Wochenende mal gewonnen, ich glaube durch ein Tor von Gatti. Auf ein Hildis, so sieht's aus. Mbangula. Bremer, Kostic und Bonetti. Bonetti, Bonetti. Dann haben wir Szczesny, De Sciglio, Sandro und Pavel Nedved, Zinedine Zidane. Hauptsache kein Aubameyang-Titel, ich glaube, das schaffen wir heute. Also wenn wir den hier rausziehen, dann gebe ich auf. Pinzoglio, Iling Junior und Dusan Vlahovic. Falls ich sie nicht übersehen habe. Finn W. wird hier ausgerufen. Und Robert B., falls ich euch nicht überlesen habe. Compagnon, Cuadrado, Barbieri und Luis Hazard. Die nächste Number, wieder Bowman, wieder leider nicht Yildiz. Was hast du gesagt? Finn und Robert? Ja. Die wollte man. Ja, wir haben aber, sind auch noch ein bisschen was online. Ja, ja, klar. McKenny, Milik. Sehr gut. Solche gebe mit einem anderen Spieler als sie. Ich habe mal sogar
Sport unterschiedlich gesehen. In einer Basketballbox kam eine Fußballkarte. Gab es nicht mal sogar das in irgendeiner voll genau. Die heftige Kobe Bryant Karte, One of One Auto in der Soccerbox, aber die sollte da drin sein, das meine ich nicht. Es gab auch, glaube ich, ein Panini in Topps Produkten, weil die aus derselben Druckerei kamen. Stimmt, Panini und Topps Gemisch ist auch geil. Finn ist da. Ja. Die Buffon und Angel Di Maria, who's next? Danke für 27. Kaufst eine Topsbox und ziehst Panini-Karten, das ist brutal. Moin Julian, das ist richtig brutal. Rabiot, Caio Jorge. Und da ist das First Bowman Autograph von Sekulov. Wie gesagt, letzte Woche oder so erstmalig debütiert für Juve. Aber noch kein Kenan Yildiz. Also ich meine jetzt sportlich. Dann haben wir Wes McKennie, Samuel Ilin, Miretti und Matthias Sulé. Ich meine, kürzlich gelesen zu haben, dass ein Quad-Auto Beatles in einem Baseball-Produkt war. Toni, wir haben schon zwei geöffnet, ja, aber es kommen noch zwei. Dann Sekulov, Dino Zoff, Angel Di Maria und Mancini. Julian, hi. Danilo, Perrin, Moise Ken und Federico Chiesa. Ich habe das, glaube ich, sogar gesehen, dieses Beatles Quad. Aber das war da auch vorgesehen. Ja, das sollte da drin sein. Das ist ja so wie Wemby in einem Baseball-Produkt. Ne? Mancini, Trezeguet, Sekulov und Moise Ken. Was fehlt uns noch? Es fehlt noch eine Number und ein Auto. Vogel, jetzt sieht man erstmal, nachdem wir jetzt auch viel Juve im Stream öffnen, was wir mit Kenan Yildiz drei Autogramme im Case für ein Glück hatten. Jetzt mal ganz ehrlich. Ravanelli, Gatti, der wird immer besser, der Typ hier. Sieht mich immer wieder. Gatti, 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 dann Compagnon. Bonucci, Locatelli. Und ein Enzo Number, Zebra Rookie zu 75. Wir hatten die Baseball-Produkte mit so Stars auf der Hand. Scheinbar. Hier kommt das letzte Auto. Rabiot, Ilin Junior und es ist Forward. Zebra Alessandro Del Piero Auto. Oh, das ist so schön unterschrieben. Guck mal. Ich weiß, Del Piero geht. Ja. Da werde ich dir einen Mac drum machen. ADP. Im Zebra-Look. Wunderschöne Unterschrift. Guck mal hier, dieses, das ist große Kunst. Sehr, sehr schön. Del Piero. Ja, Jubelboxen halt, ne? Im Großen und Ganzen immer, immer gesund. Und hinten raus noch ein Kudrick, ein Miretti, ein Alessandro und Turco. Das heißt, wir gehen raus mit einem Sekulo First Bowman Autograph plus ein Del Piero Zebra Auto zu 75. Wir haben den Kenan Yildiz Futuro. Wir haben eine Zebra Number zu 75 von Enzo, eine Gold von Bonetti und eine Hasa zu 125. Zeigst du dir noch einmal? 75-22 ADP. Dann danke natürlich auch an dich. Und ich glaube, jetzt ist es soweit. Servus, ich wollte mal ganz fragen, wenn ich dran wäre. 8-7, bin noch beim Schaffen, aber kurz davor zu gehen. Lass dir Zeit. Ich glaube, du bist noch gar nicht eingereiht, Martin. Es sei denn, Vogel hat dich schon eingereiht. Doch, du. Ich glaube, hier hinter, der wird zu kommen. Ja. Sollen wir dich ein bisschen nach hinten schieben, Martin, oder was soll das bedeuten? Oder wir machen die jetzt. Oder wir machen es jetzt, genau. Dann muss Sven einmal warten. Kann er sich auch warten. Ansonsten geht er mal ordentlich einen aus dem Körper drücken auf Toilette kurz während der Arbeit. Nee, dann. Alles klar, nee, dann warte ich. Du meldest dich, wenn du wieder da bist. Wir reihen dich einfach ein bisschen weiter nach hinten ein. Dann würde ich sagen, ist es jetzt soweit.
Junkie, danke für 29. So, Sven, du hast gleich 2 genommen. Okay. Machen wir so. Okay, dann kommst du hier nach dran. Und wenn du da bist, ist gut. Und wenn nicht, welche Box sollen wir nehmen? Ich weiß nicht, was du hast. Links oder rechts? Keiner weiß mehr Bescheid. Sehr schön. Und Philipp, bei dir dauert das noch ein bisschen. Lukas, guten Abend. Ich nehme 1 und 4. Okay. Vielen, vielen Dank, Sven, dass du gleich 2 genommen hast. Ich meine, man muss auch immer ganz deutlich sagen, das kostet alles richtig, richtig viel Geld, dass ihr dann bei uns 2, ich weiß, der Preis ist gut und auch der beste nehmen, aber man muss trotzdem sagen, wie viel Geld es ist. Und vielen, vielen Dank, dass ihr das dann auch hier on stream und so, ist schon sehr geil. Nächstes Jahr in WWE dann iShow Speed dabei, die Karte wäre verrückt. Alter, da würde ich mich kein Stück drüber freuen, die zu ziehen. Aber ich bin so ein Influencer-Typ. Aber ich gar nicht würde ich mich darüber freuen. 0,0. Das klingt gut. Wir sind auch alt. Ja, ja, eben, wir sind auch alt. Wir müssen uns nicht über Influencer freuen. Dafür sind andere da. Das fühlt sich sehr gut an. Du hast wohl die richtige genommen. Wir machen es so wie eben auch. Wir starten direkt mit dieser hier. Boah, Alter, guck dir diese Klopper an, ey. Was ist das denn? Zu 35, wieder Silberunze. Gunther. Franz. Haben wir noch so einen dicken? Achso, ja, stimmt. Ja, die Münze musst du einmal polieren, Sven. Der würde ich einmal ordentlich naturelle Paste. Ist ja absolut legitim, wissen wir ja heutzutage. Einfach mal drüber rubbeln. Nein, einfach anhauchen, Mikrofasertuch, ein bisschen zack, zack. Nicht mehr Champion, wertlos. Minzi. Ich bin auch jung und würde mich nicht über einen Influencer freuen. Das ist gut zu hören, Toni. Das hat fast die Vibes wie diese Glaskarten aus Eishockey. Ich bin jung und würde mich null freuen, wenn ich Speed kriege. Das ist sehr schön zu hören. Die Vernunft ist wieder hergestellt. Also, 35, eine Silber Troy Ounce Gunther. Meine nicht mit verrücktem Bezug zu freuen, eher aufgrund des Values. Meinst du denn, Julian, weil der Typ so viel Follower hat und so, wäre der Value so hoch von so einem Typen? Es gab doch KS, wie heißt der? KSI-Autos von Tops. Wie stellen die denn? Also habe ich mich nicht mit beschäftigt. Will ich auch nicht wissen, Vogel. Die Deutschen haben auf jeden Fall keinen Markt. Nee, ja, das ist deutsche Influencer-Set, ist doch nicht, ist doch nicht aufgegangen, oder? Ich glaube, da ist keine Karte, vielleicht am Anfang mal ein Knussi für 50 Euro, aber das war's doch. Ernsthaft? Mega gut, Gunther ist top. Ich habe mir das nie angeguckt, ich kann da echt gar nichts zu sagen. Vogel geht direkt auf 130. Aber vielleicht, du hast, guckst du ja nicht bei 130, das verkauft doch keiner bei eBay, komm. Siehst du doch deutsche Preise. Ach ja. Ist nur 1 zu 5. Ja, okay. Ja. Also hinten wieder Redemption. Wir starten. Box 1 für Sven. Nach der Silverbar kommt Ricochet. 80 of 99.
Speeds-Zielgruppe sind doch eher Jugendliche und die haben wohl eher nicht so viel Geld für teure Karten, würde ich schätzen. Bezweifle, dass da viel. Also, KSI-Autos gehen gar nicht an. Und der ist doch auch schon so ein Weltstar. Ja, genau. Wenn KSI nicht geht, dann. Ja. Also, ich glaube, wir müssen uns darüber nicht unterhalten. Wem das gefällt, der soll es sammeln. Ich kann es überhaupt nicht verstehen. Ich will es auch gar nicht haben. Mir ist das Wumpe. Dann haben wir Ilya Dragunov zu 99. Ja, der rennt doch mittlerweile überall rum, oder? Der war doch auch beim Ballon d'Or und bla bla bla. Die ganzen sind doch jetzt überall. Wer es braucht. Dann. Gigi Dolin, 4 of 5. Niedrigste Nummerierung bisher. Ja, ist ein Purple bei eben 25, deswegen wundert mich das ein bisschen. Stimmt, Logan Paul. Der ist da angekommen im Ziel. Also ich höre immer wieder, dass Logan Paul es auf jeden Fall auch drauf hat. Ja. So, jetzt gibst du mir bitte nochmal 130. Dolin ist keine PC, aber krasse Trade-Karte. Ist doch gut. Ist halt alles. Ja, ich verstehe das, Bango. Marketing ist ja auch wichtig. Und heutzutage macht man Marketing mit Influencern. Ich habe das absolut verstanden. Nur, ich würde niemals eine Karte von denen haben wollen und mich interessieren auch keine Produkte von denen. Und das kann man ja ruhig sagen. Wenn das andere anders sehen, ist doch gut. Bin ich fein mit. Watercolor hatten wir noch gar nicht, oder? 75 Watercolor Autograph on Card von Joe Coffey. Jung Paul ist ein absolutes Megatalent, der ist geboren für der Rede. Nee, ich nehme lieber 130er, da muss ich mich hier nicht. Presswurstmäßig, Joe Coffey. Bin mal kurz gespannt, ob hier eine Reaktion auf Joe Coffey kommt. Oh, hier geht's direkt mit dem Autograph los. Ist zu 25. Hau rum. Trash. Oh, also das Design. 4 of 25. Also ich meine, ich würde sagen, das ist nicht gut. Jetzt sagt mir, Coffee ist was für UK-Markt. Trash. Das Legend von Bild. National Treasure Vogel. Inimpeccable, haben sich vertan. So. Was ist denn zur Hölle Mosch? Oh, ich glaube, der ist Trash. Du hast recht, nicht gut, aber hinten kackt die Ente. Also Mosch ist es, glaube ich, auch nicht, ohne dass ich mich auskenne. Jetzt haben wir noch eine Redemption und eine normale. Die waren Tech-Team, glaube ich. Die müssen jetzt regeln. Wieder zu 25. Eine Extravagance. Gable Stevenson. Oh Gott, nichts. Ich glaube, die war bisher dann nicht ganz so gut. Ja, nur die Silberbar. Wir haben eine Elegance Memorabilia Autograph. Und die kommt von Sami Zayn. Sehr nice. Okay. Geil. Sami ist nice.
Main-PC, immer gut. Das ist sehr geil. Also mich freut es immer am meisten. Was ich direkt merke, ist, du wolltest schon immer bei uns mitmachen, hast du eben geschrieben. Jetzt hast du ein Produkt, wo du scheinbar auch gerne reingehst mit Wrestling und du triffst PC-Karten und kommunizierst das auch klar. Ich glaube bei dir voll und ganz, dass die dann auch wirklich bei dir bleibt. Das freut mich. Das ist richtig, richtig cool. Also, ich glaube, bis dahin war der Weg ein harter. Mit Thrasher, mit Coffey, mit Stevenson, mit Mosh. Gigi Dolin ist zu 5, aber du hast gesagt, gute Trade-Karte. Ilya Dragunov, Ricochet, eine Gunther Bar zu 35 Silver und eine Redemption von Sammy. Und das Gute ist, Sven, da kommt ja noch eine. Das ist ja das Verrückte. Bei mir fing meine Sammelleinschaft mit Wrestling-Chips an, die kenne ich auch noch. Diese gelben, oder? Axbro. So ein gelbes Heft. Letztes Mal leider nicht mitgekriegt. Was Sammy ist neuer Intercontinental Champ. Wo wir jetzt den Parkschiff überall hätten. Ja, stimmt. Grüß Erik. Box Nummer 4 für heute und das ist dann die letzte. Aber es kommen noch einige Futera. Eigentlich kommt auch ein ganz wilder Mix. Insgesamt heute wieder sehr cooler Mix. Also, wir gehen rein in Box Nummer 2 für Sven. Und da starten wir mit... Ich weiß nicht, ich meine, er hatte ja seine Skandale, aber ist halt Hulk Hogan. 35 of 75 Hollywood Hulk Hogan. Jetzt müsst ihr mir sagen. Ich meine, ich glaube, er ist ja so... Ich bin mir nicht sicher, was war, aber ich glaube, es war irgendwas leicht rechts angehauchtes, oder? Ja. Aber es ist halt von uns so wie Idol, ne? Das war die Zeit, Hulk Hogan, da ging es noch. Ja, Undertaker schon immer. Ja. Und wir hatten hier noch Bret Hitman Hart, ja. Razor Ramon. Das war die Zeit, wo wir Wrestling-Karten mit 7 Jahren gesammelt haben. Er wurde begnadigt. Ja, okay. Dann nimmt man den mit, ja? Hogan ist Hogan. So wie es sich anfühlt, ist hinten dann aber auch wieder eine Platte. Jo, hinten wieder Platte. So, sind wir richtig rum? Sind wir nicht? Den Namen habe ich schon gelesen. Und wir starten rein mit einer 99 von Schotzi. Lothar Boxen waren schon. Wir haben eine bisher gemacht und die war brutal. Duel Auto, Kahn, Sepp Maier. Philipp ist auch dabei, ne? Aber bei dir dauert es noch ein bisschen. Dann 49 AJ Styles. Niedrigste Nummerierung bisher, die 5 von Gigi eben. In dem Art zieht so ein Karte bzw. Schütze doch eh schnell weiter vorbei als ein Tornado. Also wir haben Redemption hier, dann ist alles sehr ähnlich aufgebaut. Das ist eine zu 25 von Shayna Baszler. Jetzt die fängt ein bisschen schief, ich mach mal lieber 9 drum. So. Eli, ich glaube, es dauert noch. Ich kann mal eben gucken. Ja, sind noch einige vor dir. Geduld. Alle haben Spaß. Zeit können wir nicht schätzen. Wir wissen ja nicht, wie schnell die Boxen. 1, 2, 3, 4, 5 vor dir. So. Immortal Inc. Number 16. Und das ist wieder wie eben. Juventud Guerrera. Da hat eben schon keiner drauf reagiert. Deswegen machen wir einfach weiter. Der wird dann scheinbar häufig mal drin sein, der Mann. Moin, Stefan. Okay, jetzt kommen die Autos. Ich glaube so. Zu 75 Johnny Gargano. Das ist mal eine extravagante Unterschrift. Was ist das denn für ein J? Ich habe noch nie gesehen, dass. Ich hätte nie gedacht, dass man ein J so zackig schreiben kann.
Jamal Musiala unterschreiben. Meinst du, er lässt Jamal Musiala einfliegen, um zu unterschreiben? Johnny Gargano. 75. Und da steht direkt, wer es ist. Spike Dudley. Sieht mir nach etwas älter aus und ich glaube, das ist ein, ich nenne ihn mal Filler. Dann haben wir jetzt noch eine normale und dann eine auf Platte. Ich würde sagen, der richtige Ballermann war heute nicht dabei, oder? Das ist Carmelo Hayes Gold, 4 of 10. Relic on Card. Der Patch ist sicher, also 3 Color sieht ziemlich cool aus. Also meintet ihr nicht eben, das ist so ein Upcoming Star? Und ich weiß ja nicht, ob der seinen Namen irgendwo drauf hat. Das könnte schon so ein Letterman H sein, ne? Ich glaube nicht, dass sie ein Trikot sind. Oh, der hat ein Trikot mit Namen drauf. Das ist Flock. Machen wir lieber hier rein. Carmelo Hayes. Habt ihr schon die Wemby Tops Now? Nee, noch nicht. Ich habe heute mal bei Tops angefragt. Mal gucken, was da kommt. So, und noch eine Platte, Sven. Dann haben wir deine beiden durch. Ich drücke dir hier nochmal die Daumen. Roxanne Paris. Also Unterschrift gibt sich auf jeden Fall Mühe. Stainless Stars zu 99 NXT. Das Blöde ist, weil es macht ja auch wirklich Spaß, wir werden jetzt dann wahrscheinlich on-stream keine weiteren Impeccable sehen, weil die, die wir noch haben, gehen morgen raus. Steini kriegt seine. Dann müsst ihr bei Steini beim nächsten Mal gucken, was wir ihm da geschickt haben. Roxanne Paris. Spike Dudley. 4 of 10. Relic Auto. Carmelo Hayes Patch Auto. Johnny Gargano. Ein Juventud Guerrera. Shayna Baszler ist zu 25, AJ Styles ist zu 49, Shotzi ist zu 99 und die Hollywood Hulk Hogan zu 75. Die bleibt definitiv bei mir, der war wenigstens WrestleMania Main Event, also Carmelo Hayes. Hat auf jeden Fall unfassbar Spaß gemacht und ein bisschen schade, dass wir nicht noch mehr sehen in den nächsten Streams. Muss ich mal überlegen, was ich jetzt mache. Gebe ich sie sealed überhaupt weg und wir lassen sie für einen Stream? Halten für den. Müssen wir mal gucken, weil hat Spaß gemacht. Wir warten mal ab. Ich würde noch eine Fotos haben, wenn ihr. Gregor, da du schon eine hast, müssen wir das hinten raus. Wir haben heute echt viel. Aber wenn einer eine könnte, dann du, weil du schon dabei bist. Das würde es für uns leichter machen. Der nächste im Bunde ist auf jeden Fall Martin. Und, ja, vielleicht ist Martin ja noch da, sonst links eine Matthäus. Vielleicht ist Martin noch da, links eine Matthäus. Martin, du kannst gucken, ansonsten, ich bin gleich wieder da. Danke, Emil. Emil hat einen Zehner rausgehauen. Emil, vielen
vielen Dank für die 10er-Bombe, die geht. Das sind mittlerweile bei Emil 270 Stück. Cashflow Joe, Khan, Nata, Soy, Ibo, Schaumann, Kollegs, AC, I'm Tabak, Fampu, Matze, Havan, Miami und Capjack. Vielen, vielen Dank, Emil. Mach's gut, Toni. Also, ihr bleibt ja bei links, ne? Ich sag's euch, wie es ist. Die besten Entscheidungen trifft man ja in kurzen Pausen. Ich hatte vorbereitet die Impeccable für zu Hause für 699,99. Die heute im Stream, die wir gesehen haben, haben 649,99 gekostet. Ich werde die Seal löschen und für den nächsten Stream, die wir dann noch überhaben, nachdem, ich glaube, Steini kommt Mittwoch wieder, ich schicke seine dann los, bis die weg sind. Alles, was dann überbleibt, stelle ich ein für 6,79,99. Also wir werden 30 Euro teurer dafür Stream-Content und immer noch 20 Euro günstiger als Zielpreis. Und selbst der war gut, oder? Ich glaube, so mache ich es. Danke nochmal für Del Piero. Wir danken dir fürs Mitmachen. Wann ist der nächste Stream? Ich glaube, Donnerstag. Mittwoch oder Donnerstag? Ja. Ergebnistipp für morgen. Real City ist so schwer. 2-2. Echt? Ja, so machen wir es. Also, weil das ist einfach ein sehr cooles Stream-Produkt. Und ja, ich sehe ja auch, dass ihr die nochmal kauft, die paar, weil es euch Spaß macht. Der Preis ist top. Und ja, ob ihr zieht, dann lieber Content. Ich glaube, da fahren wir besser mit. Okay. 1, 2 nach vorne, 3, 4 nach hinten. Das da hoch. Martin bei der Arbeit. Ja, ist aber viel. Im Stream. Achso, und Tipp Arsenal Bayern. Boah, nachdem Bayern zuletzt so spielt, ich glaube, Bayern will versuchen, in der Champions League ein anderes Gesicht zu zeigen, aber da ist in der Mannschaft, glaube ich, viel im Argen. Ich sag 3-1 Arsenal. Matthäus, Ballack, Hoeneß, Melem, Buchwald. Dann State, Beckenbauer, Wirtz, Boniface und Magat van der Vaart. Wir haben gestern auf eBay auslaufen gehabt von unserer Eskalation den Sonntagabend. 2 Magat van der Vaart zu 99 Duel. 49 meine ich. Waren die. Ach grün, 49. Grün, ja. Die sind beide über 20 Euro weg. Oh. Der lag falsch, aber Matthäus in dem Style zu 49 nimmt man mit. Das passt nicht immer, ne? Kannst du noch so legen? 49 Lodder, dann Magat, Wind, Paradis und dann dürfte hier ja nichts kommen. Matthäus, Jessung Lee, Pizarro, Matthäus Beckenbauer und Kevin Kurani. Ich glaube, dann mache ich so. Hallo Isabel. Oh, die Farbe ist gefährlich. Wieder gefährliche Farbe. Harry Kane. Herzog. Beim Auto? Nee. Ja, das so, ist, wenn die so rumliegen, nicht ganz klar. Ist aber ein Star von heute. 10 von 10. Ja. Harry Kane. Ten of 10. HK. Dass Matthäus die Spieler in seinem Produkt mit ausgewählt hat. Teilweise. Ja. Er war auf jeden Fall mit dabei, man hat ja das Produktionsvideo gesehen. Dann haben wir Kainz, Sommer Hummels, Danilo Doki, New Generation, One of One, Jamal Musiala Auto. Oh, schön. Wow. Martin. Boom! Martin! Auf der Arbeit, er war einen rausdrücken jetzt. Easy. Easy. Glückwunsch, Martin, mit einer 10 von 10 Kane und dann das One of One Jamal Musiala. Yes, sir. Nice. Toploader, oder? Ja, genau. Auf dem Weg heim. Auf dem Weg heim, dann fahr vorsichtig, mein Junge. Nicht, dass dir jetzt so die Pumpe geht, dass du denkst, boah, 40 km/h über Tempo geht.
Wie kann er eigentlich schreiben auf dem Weg nach Hause? Ich hoffe, der fährt kein Auto. Heftig. Die, wir haben jetzt Schweini 101, Klose 101 Auto und Jamal Musiala 101 Auto gezogen. Also, das läuft. Fahrrad. Ja, das wäre gut. Wunderschön. Jamal Musiala 101 Autograph. Sehr, sehr schön. Und wir wollen ja nicht unterschlagen, dass ein 10 of 10 Harry Kane dabei war und ein 44 of 49 Lothar Matthäus. Space Runner, vielen Dank für 16 Monate. Ab jetzt lässt der Fahrer direkt das Leben beenden. So, Foto, ich zeig's vielleicht gerne noch einmal, weil es einfach eine schöne Karte. Ich zeig erst. One of One, Jamal Musiala, New Generation Autograph. Wunderschön. Wieder eine Karte für unsere Beiträge. Es läuft zuletzt. Die Bon Martin muss auch noch rein. Um ein altes Sprichwort rauszukramen, der kam einfach. Ich weiß, um wen es geht. Sehr, sehr schönes Teil. Wieder, was ein Stream, du. Jetzt ist Tom dran. Ja. Tom, du hast insgesamt, na, es spielt keine Rolle. Du willst eine on stream, ne? Ja, eine. Gut. Der holt sich. Jo, aber der hat er sich vorbereitet. Der hat das schon lange angekündigt. Die zwei, alles klar. Vielen, vielen Dank, Tom. Beim Tom weiß eh jeder, dass der Futera inhaliert. Ja, mal schauen. Wir hatten eben in der ersten direkt das 101 Gold Frame Auto. So, alles außer Saka. Ihr seid solche Schweine. Aber er und wir wissen ja, wie ihr es meint. Hallo, Ballaballa. Oh, auch geil. Das erste Mal, glaube ich, als Next Rasmus Höljund. Sehr schön. Dann Joao Cancelo. Casemiro. Boah, also das Tackle der relativ spät im Spiel. Ich weiß nicht gegen wen. Ja, das war hart. Das war so ein typischer Casemiro. Ich finde, da hätte man ruhig VAR, oder? Luis Diaz war das. Luis Diaz, ja. Hätte man schon VAR können. Meine Fresse, kam der da reingeflogen. Dann Goalkeeper Alisson Becker zu 69. Cody Gakpo. Und dann starten wir hier. Oh, der Name alleine geht runter wie Butter. Oh, das ist ein Duel. Jo. Nee, das ist eher. Das ist eines der früheren. Ja, stimmt. Memos, das ist Futera Unique 2008 oder so. Ja, irgendwie so. Das ist auf jeden Fall Nostalgie. Ja. Das ist geil. Ja. Stimmt, die haben wir damals so gehabt. Memos, das. Früher hießen die Memo-Stars, glaube ich. Ja. Guck mal, die argentinische Sonne hier rechts neben dem Kopf. Überhaupt die Bilder von ihm dann noch. Crespo war auch ein Baller, ne? Argentinien geht weiter. Wolltest du doch, oder nicht? Du hast mir doch heute noch ausdrücklich gesagt, Thilo, Argentinien. Oder habe ich da was falsch verstanden? Habe ich nicht irgendwo ein 30er gemacht? Ich habe dir auf jeden Fall auch neue geholt. Ja, ich kann auch gut sagen. Der Verwirrte, danke für dein, was ich gemacht habe. Guter Schlitz. Einfach, da sollte man Toploader aufschneiden. Das macht Sinn. Damit das am Ende so aussieht. Ach, herrlich. Ja, hier, wie meinte ich? Und welches Jahr ist es?
Ja, 2011. 2011, ja, okay. Genau, 2011 war das sein. Ja. Finde ich auch mega. Wenn sie jetzt noch die goldenen Dinger da reingemacht hätten, boah, das sind die schönsten aller Zeiten, diese goldenen. Da habe ich Tom gestern geschickt, der fand die auch geil. Er meinte nur, als ich Ronaldo geschickt habe, CR7 falscher Spieler. Herr Spades, guten Tag. Hernan Crespo, aus welchem Jersey kommt das? Parma, 1998. Okay, dann haben wir Ruben Dias, Declan Rice. Ruben Dias ist Number zu 62, Rashford, Valverde. Welche PT haben die Futera-Karten? Base 55, Memorabilia packe ich in 100 oder 130, kommt immer drauf an. Und eben den Frame lieber in 180. Der ist auch zuletzt echt Premium drauf. Alexis McAllister, der hat da ein paar brachiale Dinger reingeschweißt. Er ist zu 29. Wieder Argentinien übrigens, Tom. Und was haben wir hier? Wieder so ein Dudelkopf. Wenn ich es nicht besser wüsste, ich will den Namen eigentlich. Oh, die sieht ja schön aus. Leck mich am Arsch. Rui Costa. Guckt euch das an, die heißt. Das Design kenne ich aber. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist, ist das ein F oder ein P? Prequartista oder Frequartista? One of football most celebrated roots. These players roam behind the striker and use their instinct to unlock defenses, creating scoring opportunities. Rui Costa. 19 of 20 aus einem Fiorentina. Ja, das passt zur Farbe, das ist cool. Frequartista. Was auch immer das heißen mag. Wie habe ich das zu verstehen mit der zweiten Futera? Und warte am besten erstmal, bis wir durch sind, dann schauen wir mal. Ob wir da noch Zeit haben. Boah, ist ein Spieler. Und Arda Güler. Bin auch so durch von der WM. Die sind doch so geile Momente. Ja, wir haben schon. Oh, Goldframe, Tom. Wir haben schon 4 Wrestling-Boxen im Packable geöffnet. Ich glaube, das waren alles Jungs, die das auch gesehen haben. Einfach heiß waren wie Frittenfett nach der Nacht. Ich habe gelesen, es soll gut gewesen sein. Spielmacher heißt das. Ach, Spielmacher, ja, macht Sinn. Auch die Erklärung dazu. Dann haben wir Alex Isak, Dimitar Berbatov. Marcus Rashford, Heritage zu 35, Moises Caicedo hier für Kolumbien, Lisandro, Nathan Ake, Jungmin Son, und was ist das? Heroes, die gab es auch damals in dem Set. Heroes. Ja, aber gab es die auch jetzt in den aktuellen Sets? Aber nicht in dem Design, nee. Midfield. Nein! Bitte nicht! Nein! Tom, ich weiß nicht, wie du zu ihm stehst, aber ich bin raus. Ach du Scheiße! Boah, das Design ist echt schön, aber doch nicht Dietmar. Bitte nicht. Gebrochen. Didi. Der kommt in die PC. Ich habe dir extra den Toploader mit dem Schnitt gegeben. Einen anderen hat er nicht verdient, der Mann. Ey. Didi. Holy fuck, kommt Dietmar Hamann. Horst Didi Koch. Oh Mann, ey. Und jetzt der Goldframe. Und dann bitte ich um Bericht, was die weiteren Ergebnisse angeht, Tom. Hero, ja. Okay, wir haben Kevin De Bruyne, Sinu De Bast, Eder Militao, das ist Ugarte in Grün zu 20, Karim Benzema, Sadio Mané. Ein Prestige Germany Gold Frame von Malik Chow. 4 of 10. Prestige. Puh,
Wie kann man ihn Prestige, yeah. Also ist mein, der Goldframe an sich sieht schon, yeah. Das hier ist ja wieder abnormal. Yeah. Aber warum Malik Chow zu einem Prestige wurde, weiß ich nicht. Ja, dass Malte geil schreibt, war klar. Da kommt das Schalker Herz. Ne, sind 7 pro. 4x7, 28 nochmal. Und ein Ugarte. Der Goldframe geht eher an Schlägelinio. Der ist Goldframe-Sammler. Tom, Gruß an die Schalker. Insgesamt gute Spielerauswahl. Fand ich auch. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Wir senden morgen mit den anderen Boxen raus. Wir haben Prestige Goldframe Chow zu 10. Dessen Name nicht erwähnt werden darf. Dann eine Rui Costa, eine Hernan Crespo, die Navazkung von Ugarte, Rashford, Son, Diaz, Alexis McAllister und Alisson Becker. Knockout, ne? Zwei Knockout für Thomas L. Egal was für Spieler, die Karten sehen, alle mega. Ja, die sind schon wirklich richtig gut. Welcher Name darf nicht erwähnt werden? Der dessen Name nicht erwähnt werden darf. TV-Experten. Zwei und vier. Auf geht's für T zu dem Ella. Heroes Voldemort. Ach, herrlich. Sehr, sehr schön. Moin, Mominator. Okay. Hamann. Pedro, Leraga, Rodrigo, Colomwani und Rodri. Wir meinen den einzig wahren Dietmar Hamann. Bakayoko, Chiro, Brandt, Musiala und Politano. Hat einer das Tor von Politano am Wochenende gesehen? Junge, Junge. Pepe, Bino Gittens, Thuram, Martinez und Kubo. Farbe sieht gut aus. Erste Folge, kannst du den Musiala One of One mal zeigen? Nein, der ist schon weggepackt. Kommt heute Abend dann oder spätestens morgen auf Insta. Lino, Reus, Martinelli, Gonçalves, Rice. Zweite Folge, Thomas, doch stehen alle schon. Und das ist Folge Nummer 3. So, mit ein paar Minuten Abstand möchte ich mich nochmal bedanken. Ich habe die letzten Wochen, Monate so viel Dreck gefressen und habe gesagt, das ist heute meine letzte Box. Ja, die Sucht geht. Es tut mir leid. Das ist eine richtig schöne Karte. Ja. Ich bitte dich aber, wenn du das so eindeutig schreibst, trotzdem vielleicht, auch wenn du einen guten Hit hast, jetzt nicht abzuwägen, ja, die ist ja 1.000 Euro wert und meine Boxen sind ja 3.000 Euro, habe ich ausgegeben, also bin ich ja gar nicht so. Gehst finanziell vernünftig an. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass du nach all der, wie du sagst, Scheiße, die du gefressen hast, jetzt einen schönen Hit hattest. Das ist die Hauptsache. Und danke, dass du die Box bei uns gezogen hast, weil ist ja auch für uns, ne, ist mindestens ein Instagram-Post. Dest, Nketia, Simeone, Barella. Also Thomas zieht in der ersten Order. Merino, Philippe Andersson, Vinny, Zaire Emery. Nee, alles gut. Nur in den Boxen, die mir gefallen. Perfekt. Das ist 25. Die sehen so schön aus in dem Design. Haben sie wirklich gut gemacht. Harry Kane. Leute, gib jetzt mal eine ernst gemeinte Frage. Ist bei euch auch aktuell Sahara-Staub auf Autos, als gäbe es keinen Morgen? Also, wenn es dann nachts regnet, kommt die Scheiße raus, dann wird es morgens trocken und das Auto sieht aus, als wären Sandstunden drüber gefegt. Was ist das bitte? Sand. Ja, Sand. Scheiße. Wir wohnen doch nicht im Orient. Bei uns übel, wie das Auto aussah heute Morgen. Julian Alvarez, Tevez. Schon seit 2 Wochen. Das ist die Marco.
Auto von Di Marco. Oh, die Interfans werden heiß sein. Richtig guter Mann. Die zuletzt saustark unterwegs. Ich wüsste auch nicht, dass der schon vorher mal unterschrieben hat. Aber da gefühlt müssten wir auch noch 3-4 öffnen. Ich will immer Alvarez Auto. Wir können ja... Lamila würde ich auch noch nehmen für die PC. Da sind Karten für uns auf jeden Fall bei. Wir können ja noch ein paar überlassen und dann öffnen. Und puh, die ist aber auch... 9 von 10 Vinny Junior. Huiuiui. Die sieht sehr, sehr schick aus. Starke Box zu 25 Kane. Ein Auto von Di Marco. Und 9 of 10 Vinny. Also Knockout ist ein richtig cooles Produkt. Ruhrgebiet ist doch mittlerweile halber Orient. Ey, Bango. Ich meine aber wettertechnisch. Von oben. Aber es ist schön warm. Ja, also ich beschwere mich, wir waren eben schön spazieren, ich war die ganzen Tage mit meiner Tochter, war ich am See, dann Minigolfen, war cool. Guten Abend, Hölle Sportskarts. Wir gehen rein in die zweite Knockout für Thomas, nachdem die erste wirklich gut war. Und die erste Thomas hat dazu geführt, dass Vogel jetzt in Knockout rein will. Danke. González, Kvaratskhelia und Osimhen. Es ist eine gute Serie. Kann man ruhig mal machen. Moin, Florian. Diese DNA sind so, gell? Ja, auch die Winnie. Ja. Sieht schon richtig gut aus. Wenn die Schnotter nicht mehr qualmen, kommt halt der Sand aus dem Ohren. Wurde schon eine Futera geöffnet? Ja. Aber kommen noch welche. Samuel, Lino, Kamada und Martinelli. Dann Pepi, Simmons, Öljund, Griechmann, Evanilson. Bryce Mendes, Balde, De Paul, Mbappé, Reus. Erste Foil. Zweite Foil, Hoffnung besteht. Ansonsten bist du alle, die zwei hatten ganz fair unterwegs gewesen. Letztes Mal drei, hatten wir zwei mit drei Boxen, die haben richtig reingehauen. Isaksen, Konzissau. Ich fand hier Bradley Barcola letztes Mal Auto zu 10. Von, wow, wer hatte das? Ja. Katrin. Boah, das war brutal, ja. Und du tust es. Jamal Musiala, Politano, Pedro, Bucayo und Foden zu 99. 2 of 2. Raspadori, Beino Gittens, Lautaro, Bakayoko. Und das ist ein Mohamed Simakan Auto. 10 of 25, Leipzig. Und dann Nico Paas, Erling Haaland, Galeno, Foden. Rookie DNA von Oskar Höljund. Vielen Dank für 21 Monate. Ja, zwei Autos aus zwei Boxen. Eine Vinny, eine Kane. War es eben Kane? Ja. Eine Foden, eine Höljund und ein Simakan Auto. Da war alles bei. Ja, Thomas. Zu 25. Da war alles bei. Danke fürs Öffnen, bin ich zufrieden mit. Perfekto. Tim B. mit einer Futera. Tim B. mit einer Futera. Gehen wir es an. Bisher die Futera überzeugend, aber wann waren sie es nicht? Martino, guten Tag. Kann das ist rechts, alles klar. Ja. Dass sie das hinten sogar alles so draufschreiben, finde ich so heftig. Voll geil. Richtig schön. Bei uns ist alles sandfrei, wirklich. Bei uns umso mehr. Es gültet im ersten direkt für Tim.
Okay, wir starten mit Heritage Ramos zu 29. Arjen Robben, The Greats. Riyad Mahrez, Enzo, Evan Ferguson, Saliba. Was ist so rum? Ist das für dieser? Das gab's auch. Ja. Ja, Vogel, das ist Nostalgie. Ja, wir wollten ja checken, was wir kennen. Ja, das ist definitiv. Boah, ich könnte nicht sagen, aus welchem Jahr. Mhm. Steht auch nicht dabei, aber ist mir auch noch bekannt. Der Archiv. Jaap Stam für Holland aus einem Qualifier gegen Irland 2001. 2012. Eben war 2011. Ja. Da sind nicht ganz so weit zurückgegangen. Diese goldenen, die ich meine, sind richtig. Ja, das ist 2006 oder? Ja. Ist doch gut, ja. Dann ist er ja quasi durch. Ja. Hat sich doch gelohnt. Kann er nochmal rein bei uns, Minzi, ne? Minzi, ich weiß, was das bedeutet. Carvajal, dann für Team USA, The Greats, Clint Dempsey ist zu 40, Tchouaméni, Erling Haaland. Julio Enciso, ist das, was ist das für eine Flagge? Ist das Paraguay? Ich glaube ja. Xavi Simmons, das hat das nicht bedeutet. Ja, hör auf, komm. Aber ja, ist richtig, Junge. Okay. Oh, was ist das denn für ein Patch? Holy! Auch altes Design, ne? Auch altes Design. Alexis McAllister. 1, 2, 3. Sehr, sehr schön. Die Relics sind schöner geworden in diesem Produkt. 4 von 4. Boca Juniors noch, Vogel. Das wusste ich gar nicht. Boah, da haben sie sich wirklich viel mehr Mühe gegeben, was die Memorabilia-Stücke angeht. Voll geil. Ja, Kadir, moin moin aus dem Edelstein-Fanclub. Sehr, sehr, sehr schönes Teil. 4 von 4 Alexis McAllister aus einem Boca Jersey 1921. 3 Color. Das ist Boca Gelb und dann Blue White mit ja, Flock. Oops, sorry. Dann haben wir Matthijs de Ligt Heritage zu 35. Alisson, Bastoni, Clint Dempsey nochmal numbered. Jetzt hast du schon zwei davon. Lautaro, Zlatan Ibrahimovic. Das ist wieder Virgil. Boah, sieht auch voll geil aus. Wo steht das nochmal auf dem Jersey von Liverpool? Ich habe das schon mal gesehen. Ja, ist cool. So ein Mini-Patch, ja. Superstar Van Dijk. 3 of 4 schon wieder. Auch schick. Patch ist mal on point. Vor allem so das Rot, Red. Schon gut. 3 of 4 Virgil. Und dann 4 of 4 Alexis McAllister. Sehr Liverpool-lastig. Ich meine auch, wenn er hier im Argentinien-Jersey und Boca Juniors. Patch, aber ihr wisst, was ich meine. Er spielt nun mal jetzt bei LFC und zwar sehr stark. Und dann haben wir noch ein Goldframe. Tim, auf geht's. Pedri, Ramos. Nochmal Dempsey, diesmal mal nicht nummeriert. Aber hier das rote Kante, der 5 of 10, Frenkie de Jong. Ashraf Hakimi, Jamal Musiala. Luka D.
Dinje. Was ist das? Malik Chow und Luka Dinje. Masters of the Game. Bitte, wo ist denn Luka Dinje Master of the Game? Als Linksverteidiger, oder was? Aus einem Barca-Jersey. Ich wusste nicht mehr, dass er da war. 6 of 13. Das kann die Spielerauswahl bisher. Weiß ich nicht. So, Chow und Dinje sehe ich jetzt nicht so. Wir sind auf jeden Fall One per Box, wenn nicht gerade irgendwie was anderes. Das sind schon die starken Dinger, ja. Aber ich meine, die Spielerauswahl macht am Ende die Entscheidung. Und ich sehe jetzt Chow und Dinje nicht so. Wir haben die Numbers von De Jong. Zweimal Dempsey, einmal De Ligt, einmal Ramos, dann 4 von 4 Patch von Alexis McAllister. 3 of 4 Patch von Virgil van Dijk. Eine Archiv von Jabstam Netherlands. Und der Goldframe zu 13 von Luka Dinje. Ja, definitiv. Ist auf jeden Fall wieder ein absolutes Top-Produkt. Vielen Dank an Tim. Moin Cedric. Der nächste ist Julian W. mit einer Jugend. Oh, da muss ich mal kurz. Kommst du da? Oh. Julian, einer aus dem alten Case, einer aus dem neuen Case. Ich sag dir nicht, welche ist. Auf geht's. Was war eben? In der ersten Del Piero, ne? Das war richtig gut. Julian, du auch auf der Suche nach Kenan Yildiz oder was ist hier bei Juve? The way to go. Nee, wir wollen alle Yildiz. Fagioli, Cuadrado, Barbieri und Di Maria. Das Dual-Auto von Ronaldo. Ja, stimmt. Ich glaube auch nicht, dass das gezogen wurde. Und gibt die Frage, gibt es Single-Autos? Habe ich glaube letztes Mal auch gefragt, weiß es aber schon wieder nicht mehr. Inzaghi. Bremer. Das ist Moisken Zebra Lux 75 nummeriert. 19 von 75. Wir haben Bangula. Pinzoglio. Ha! Die Stelle war gut. Das ist Kenan Yildiz Il Futuro. Aber selbst die gehen. Hallo zusammen, aber auch gleich eine Jugend in deiner Kopf. Bitte einfach öffnen. Sagst du uns links oder rechts, Sebastian? Danke fürs Bescheid geben, Fagioli. Und ein Enzo. Chiesa, Gatti, Danilo und Compagnon. Mancini, Perrin, Cannavaro und Caio Jorge. Bonucci, noch keine Farben, Locatelli. Ein Base Legend Auto von Antonio Cabrini. Okay. Danke Sebastian. Cabrini Legend Base. Unterschreiben können die Legenden. Cuadrado, Vlahovic. Und direkt ein Cannavaro Base hinterher. Aber der selbst obwohl er Base ist, ist der relativ selten. Ja, der war bei uns gar nicht drin, genau. Fabio Cannavaro. Zwar Base, aber er wahrscheinlich eins, der nicht so viele Sticker unterschrieben hat. Beide Autos, eine Numbered, eine Yildiz. Dann Compagnon, Nedved, Buffon und Bonetti. Dann haben wir Di Maria, Szczesny, Del Piero, Pogba,
Gold Enzo Del Piero Iling. Und das ist eine Nicolo Turco First Bowman zu 50 Gold. Kommt hier hin. Also 75 Ken, 50 Turco. Dann haben wir Locatelli, Buffon, Turco Bonucci. Decilio, Kostic, Enzo und das sind Zoff und Buffon. So ein Dual Legend Auto müssen wir noch ziehen. Irgendeiner von euch muss das mal schaffen. Im besten Fall Cristiano und ich weiß nicht, wer da drauf ist. Nedved, Bremer, Rugani, Sekulov und Moise Kean. Eine Number müsste noch kommen, Julian. Trezeguet, Rugani, Kudryk und Miretti. Dann im letzten Pack bitte. Oder ich habe was übersehen. Nein, Pink, Bonucci, Di Maria und der wilde Friese von Wes McKay zu 125. Dann kann ich jetzt erstmal neue 55 eröffnen. Also die Numbers kommen von Moise Kean, Wes McKay, Turco, Kenyan Yildiz ist die First Bowman, Il Futuro und zwei Base Autos, aber ich glaube Cannavaro ist wirklich einer von den eher selteneren. Vielleicht weiß Plaxer das mehr, der chase die Dinger seit jeher, der hat viel davon gesehen. Ich glaube, der kommt nicht allzu häufig vor. Plus Cabrini, der kommt definitiv häufiger drin. Ja. Vielen Dank an Julian. Zack. Mit Arateus. Kannst du mir hier bitte gleich was einschütten? Ja. Habe ich auch noch nicht, siehste? Der muss selten sein. Das fällt auf. Wir haben ja auch viele gesehen, aber Cannavaro war mir gar kein Begriff. Also in dem Set, sonst ist er mir ein Begriff. Philipp mit einer Matthäus. Leute, die Matthäus bisher heute waren kriminell gut. Mal gucken, ob Philipp so weitermacht. Oben, unten Philipp. Gerne, Julian. Ja. Oben bitte. Danke. So, dann Maximilian und dann der hat für die, das ist die Mama, ich weiß nicht, wie er hieß. Wir rufen dann die Mama auf. Wir rufen dann die Mama auf. Auf geht's. Dann Philipp, viel Glück. Biciabu, Gerd Müller, Berbatov, Podolski und Maximilian Bayer. Gucken, ob das so gepasst hat. Manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Klose und Pender. Cooler Schweinsteiger und wieder hinten Maximilian Bayer, zweimal, was soll das? Ne, das ist eine Numbered, wieder falsche Stelle, also Victor Boniface, 99. Also falsche Stelle, wir probieren das ja so zurecht zu sortieren, dass die letzten drei die Numbered Auto ist. Bobic, Keegan, Sommer, Ludovic Reis, dann darf ich die glaube ich. Das ist Ton, Chleb, Hofmann, Duranville und Matthäus. Dann mache ich hier nach hinten.
Also, Marton Dardai, Sepp Maier und Karneval, du laut schon gezogen heute. Diego. Rudi, wird gut gehen, sage ich dir jetzt schon. Die Hamburger sind süchtig nach ihren HSV-Spielern. Felix Magath zu 25. Das haben wir gestern auch festgestellt bei diesem HSV-Duo. Das ist ja echt crazy, wie HSV-Karten gehen. Magath zu 25, Purple. Und das Auto. Wir haben Harry Koch, Serhou Guirassy, Van der Vaart. Das ist auch 25, das ist auch Legende. 24 of 25. Können wir wieder einpacken. Einfach gut. Einfach gute Boxen, da gibt's nichts. Oliver Kahn. Wir brauchen Eier. So sieht's nämlich aus. 24 von 25 Legend Bayern München. Zweite Kahn heute mit dem Duo von Sepp. Vor einmal, glaube ich. Ja. Plus 25er Magath und Victor Boniface. Da kommt ein Sticker noch drauf und dann gebe ich das rüber. Philipp, vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr, sehr coole Box schon wieder. Matthäus heute voll on fire. Ist auch nicht immer so. Die ist zwar insgesamt deutlich sehr, sehr stabil, aber wenn dann so ein Lulu. Oder wen gibt's noch? Luca Netz ist vielleicht nicht so geil. Ah, da gibt's noch ein paar. Maximilian kommt. Ich glaube, der hat eine Futera. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns wieder. Sehr schön. Ich danke dir. Sendungsnummer müsstest du schon haben, Philipp. Ich weiß nicht, ob du schon mal mitgemacht hast. Nicht verwundern, bei uns kommt die häufig vorm Stream. Maximilian, Futera und danach Olga, das ist die Mama, der Sohn, weiß ich nicht mehr genau. Ich bin Maximilian. Dann, genau. Eli, alles klar, dann ist jetzt erst Maximilian dran. Du kannst mir sagen, links oder rechts. Rechts bitte, alles klar, und dann machen wir Eli. Wir nennen dich ab jetzt nur noch der Sohn. Das ist auch geil. Was sagt die Box euromäßig? Heute im Stream hat die gekostet, ich glaube 3,79,99. Ja, genau. Es ist nichts Billiges. Das muss man ganz klar so sagen. Im Vergleich. Im Vergleich zu allen anderen Händlern, ja, das stimmt. Aber insgesamt teuer. Auf geht's, Maximilian Wemser. Daniel, guten Tag. Danke für 22 an Daniel. Und schauen wir mal, ob das hier so weitergeht. Entweder waren es schöne Nummerierungen oder es waren schöne Patches. One of One haben wir hier raus. Bisher eine. Ich glaube eine. Ja. Jorginho. Matthijs de Ligt. Riyad Mahrez ist zu 30. Tonali. Casemiro. Zu 19, Wesley Sneijder. Was ist das hier? Extra Time. Achso, das hatten wir aber, glaube ich, aus den letzten Sets, ne? Das ist hier der spanische Rodri. Die ist 8 of 22, Manchester City Pre-Match Worn. Also Aufwärmtrikot. Rodri. Weltklasse-Spieler im Hobby, aber glaube ich jetzt keiner, der astronomische Kartenmarktpreise erzielt. Glaube ich. Habe ich mich noch nie mit beschäftigt, würde ich aber schätzen. Es gibt aber auch die Position nicht her. Ihr wisst, wie das ist. Du musst schon offensiv sein und mindestens in deinen Statistiken 15 Scorer in der Saison vorweisen. Oder gibt es irgendeinen richtig marketeuren Torwart oder Abwehrspieler? Ramos. Ramos, ja, aber stimmt. Das Auto Weg, jetzt mal. Ja. Da gibt es immer mal.
Ja, dann bestimmt nur so First. Ne? Das ist eine gute Frage. Boah, die waren geil, ich glaube. Ich habe mich an das Design direkt erinnert. Nur so vom. Also erstmal Drogba, Carboni, Moin Tim, 69er Carboni, Osimhen, Malik Chow, John Stones. Was hast du gesehen? Das war hier mit diesem. 15. Oh, das ist er wieder. Hm. Ein Traum. Boah, ja, das sind diese. Das ist richtig 2000. Das ist noch, glaube ich, vor 2010. Kannst du gleich mal checken, ob du dich findest? Ja, wie du sagst. Ja, steht da irgendwas auf der Leck Seite. Mich am Arsch, ist das eine schöne Karte. Holy fuck, guckt euch diese Bilder hier an. Und zwischen den Filmcell-Streifen haben sie einfach das Trikotstück. Fuck it, ist das Leck geil. Mhm. Aus dem AC Milan Game One Jersey 2006-07. Wunderschön. Ich meine, vor 2010. Ja, habe ich aber eben auch gesagt. Wenn du so Filmcell eingibst. Ja. Ich gucke erstmal. Ich glaube, die hießen Memo Stars. Zeig ich jetzt einfach bei jeder Karte. Das ist das Design aus dem Spiel, aber das sind die eigentlich. Und? Yashin. 2009. Ja. 2009, ja. Das war das Spiel, was wir gezockt haben. Ja, genau. Ja. Da haben wir das Maradona-Trikot gewonnen. Ja. Geil. Einfach schön. Wir hatten da noch keine Memos. Das waren einfach. Ja, genau, ja, na, da stand der Code drauf und dann haben wir das Spiel damit gezockt. Ja. Boah, ist die schön. Guck dir diese Bilder an. Wenn das jetzt noch gepatcht wäre, dann Endstufe. Der echte. Schon zufrieden. Einfach der echte. Ja, ja, warte mal. Bemsa, geht noch weiter. Ein Goldframe nehmen wir auch mit. Immer gerne. Ich finde, die haben von dem Trikotstückgröße, aber auch checklistmäßig, gefühlt sich an nach einer Aufwertung zu dem alten Set. Definitiv. Nostalgia, größer, Unique 23-24. Ja. Theo, Kimmich zu 32, Julian Alvarez, Ugarte, Bukayo Saka zu 20, 20 von 20, Bukayo, Sesk. Ja, ich meine, da steht der Name eindeutig. Boah, der ist riesen Trikots eingearbeitet. Ich meine, wenn man alle so zusammenzählt. Victory, Donnarumma, 3 of 15 aus Paris Saint-Germain, Goalkeeper, Game Jersey from 21-22. Ein Hit ist garantiert. Das kann, in meisten Fällen ist es ein Goldframe. Dann kann es eine One-of-One sein oder ein On-Card-Auto. Das ist dann der Hit, One-of-One, Goldframe oder On-Card-Auto und du siehst ja, in jedem Pack ist immer was drin. Aber der Hit ist dann nochmal, das ist schon heftig. On-Card-Auto hat man noch nicht, waren in der alten Futera gefühlt mehr. Wir haben jetzt zwar gerade erst ein Case offen, aber wenn man sich das erste Bild machen möchte, ist das weniger geworden. Dafür sind die Patches größer. Wir hatten halt nur das One-of-One-Auto eben. Und jetzt kommt noch ein Goldframe. Auf geht's. Ist kein Frame. Ederson, ich habe eben gelesen, dass vielleicht Ortega Moreno ihn verdrängt hat von der 1, weil er so stabil war in den Spielen jetzt, wo er verletzt war. Weiß ich aber nicht, Ederson. Jules Koundé, mit dem Fuß ist Ortega. Hast du gesehen, was er jetzt gemacht hat in dem Spiel? Nee, ich glaube im letzten Spiel nicht. Musst du dir mal angucken. Wesley Sneijder ist zu 69. Bichiabu, Lionel Messi, Dusan Vlahovic. Was kommt da oben? Sind da Relics da drin? Das ist schon wieder einfach nur. Mutu. Das ist eine Legende aus. Die Frage ist, will man Mutu, eine rumänische Legende? Es war ein Top-Spieler, aber ist halt Mutu. Nicht zu verwechseln mit Mewtwo. Aus dem Pokémon. Wo hat er denn gespielt? Cesena, 2011-12. Die kleine Koksnase. Das ist das Einzige, was den einfällt.
Aber Ortega ist anders. Ja, mit dem Fuß, Wahnsinn. Habe ich ja schon immer gesagt, der ist crazy gut. Diesen Trick, den er da jetzt im Spiel gemacht hat, das ist ja eiseskalt. Bis jetzt Gefühl, wie du eben gesagt hast, ja, wir haben erst 4-5 Box auf, die Goldframe-Spieler sind so lala. Untrade, danke dir, Gude. Also, wir fassen zusammen. Wir haben Mares Number, den Mewtwo, Goldframe zu 15, Kimmich, Bukayo, Carboni, Casemiro, Donnarumma. Für mich mit Abstand die beste Karte aus der Box ist die Ronaldo hier. Ja. Dann eine Rodri und Wesley Sneijder. Vielen, vielen Dank, Maximilian. Macht unfassbar Spaß, das Produkt. Und wir machen direkt weiter. Allerdings machen wir für Eli ein neues Case auf, weil wir haben nur noch eins hier. Also eine Box im alten Case. Das heißt, Eli sucht aus die oder die. Na, Manuel, Futero ist einfach Eli, definitiv. Ich brauche den Rumänen, wem gehört die Box? Die gehört unter dir, Wemsa. Ja. Der Russe, danke für 11. Nehme die 1. Gold ist gewollt und wenn Messi kommt auf Base, bitte Toploaden. Alles klar. Gold war bisher in jeder Box. Jetzt siehst du bestimmt einen On-Cut. Ist das von dem Sohn? Ja, genau, das ist jetzt der Sohn. Wir nennen ihn der Sohn. Ist aber cool, wenn du hier deinen eigenen Namen entwickelst. Edi, wenn du jetzt öfter kommst, kannst du damit leben, wenn wir dich der Sohn nennen. Das klingt aber so, als wärst du 8 oder so. Ist auch blöd, oder? Ich meine, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich glaube, du bist älter als 8. Euer Paket vom Donnerstagsbreak ist übrigens heute angekommen. Danke nochmal für das Musiale Auto aus Knockout. Stimmt, war da drin. Ja, alles gut, egal. Hat er geschrieben, wie alt er ist? Nee, das nicht. Manuel, danke für 5. Ich sag mal so, ist egal wie alt du bist, solange deine Mama bereit ist, dir so eine Box zu sponsern, ist so alles bestens. Ich bin 15, beste Mutter. Meine Mutter hätte mir links und rechts einen, links und rechts hätte mir einen gegeben. Meine verwischte Jugend, ja, die war nicht gut. Ah, ich habe Grealish schon. Der Grealish ist also auf dem Platz und so. Man kann ja aber neben dem Platz ein unfassbar feiner Kerl. Ne? Ich sehe immer so schöne Videos von dem. Wie er sich um Fans kümmert und auch um Behinderte und wie viel Zeit er sich nimmt, ist wirklich richtig cool zu sehen. Theo, wir legen los für Eli. Cesc, Julian Alvarez, Federico Valverde, die ist nummeriert zu 62. Ugarte, da ist er. Deswegen bin ich erst drauf gekommen. Jack Reedish zu 32. Wie machen die das mit den Rechten? Alter, was ist das bitte? Mit Patches und Autos, ja, du kennst der, das Trikot irgendwo kaufen offiziell. Das ist ja hier belegt, wo das herkommt. Ja. Das arbeiten die ein. Und das spielt ja keine Rolle, ob die davon eine Lizenz haben oder nicht. Du kannst dir das ja auf deren Seite alles angucken, wie die produzieren. Also ich will nicht sagen, aber das ist doch Patch hier. Nahuel Molina. Ist Nahuel Molina der, der die entscheidenden Elfmeter während der WM geschossen hat? Den fünften bei... Das war ein Rechtsverteidiger. War es Molina? Oder? Gleich einer schreien. Rechts von mir. Ja, und auf der Seite von Futera siehst du auch, wie sie die Autogramme unterzeichnen. Also die meisten Spieler siehst du da. Die Trikots müssen wir uns jetzt vormachen. Werden die sich irgendwo bei irgendeiner Seite lizen? Montiel, verdammte Scheiße. Ja. Molina und Montiel. 3 of 9 aus einem Osasuna Jersey im El Sadar Stadium, 23. Montiel, sehr richtig, nicht Molina, Montiel, das muss ich mir einfach mal merken. Jürgen, 4 oder 5? Ja. Du hast dich sehr spät eingereiht, ich weiß, du musstest arbeiten. Aber in der Zeit haben natürlich alle die Gunst der Stunde genutzt. Oh, hier Arda.
Erstmal Jorginho. Matthijs de Ligt. Kimmich J. 1140. Sandro Tonali. Dann Arda Güler, Heritage. Zu 19. Wesley Sneijder. Spielerauswahl, Molina, Eric Garcia, sieht zwar immer schick aus, aber auch Garcia, 10 von 15 Manchester City Training Jersey, das geht besser, nee, muss man ganz ehrlich sagen, ja, bin ich bei dir, haben wir noch 180, Eric Garcia ist es nicht, dann aber lieber nach Joel Molina, und wenn es ganz gut läuft, was hast du gesagt? Messi. Messi Base hätte dir ja schon mal gereicht. Aber man muss nach den Sternen greifen. Also Messi. Arda Güler. Und Kimmich. Und die Base. Okay, das Ziel hast du auf jeden Fall erreicht. Kann sein, dass ich dann gerade über die Grenze fahre und kurz kein Internet habe. Ja, in Deutschland ist es immer schwierig mit Internet, Jürgen. Sagst du uns sonst welche Box oder sollen wir auch warten? Ich weiß ja nicht, wie du... Es sind ja noch ein paar. Okay, dann haben wir John Stones. Oh, ich glaube, dir kommt wieder so ein Filmcell. Da sieht man schon am Ansatz, dass es gut wird. Weil die Kartendesign ist einfach Drogba. Richtig geil. Höljund. 62. Malik Ciao. Victor Osimhen. Wer ist denn er? Das sieht aus, als wäre das Günther Netzer oder so. So richtig oldschool. Auf jeden Fall. Wisst ihr, was ich meine? Es ist doch so ein Netzer. Aber wer. Italiener. Nedved? Nee, der hat da so die Friese nicht. Ruhrpott, hallo in die Runde, auf gute Pulse, lieben. Vielen, vielen Dank, Maurice, für deinen Koman. Oh. Der könnte es sein. Oh. Barney Gamble. Guck mal rechts. Das ist ein ganz. Alter, das ist Roberto Mancini. Ein Trainer. Mhm. Damals dann für Italien, hier aber als Trainer verewigt. One of nine. Roberto Mancini aus 92. Aber sieht einfach schön aus. Da könnt ihr mir sagen, was ihr willst. Ob jetzt ein aktiver Spieler oder nicht. Wenn ich mich nicht melde, dann einfach hinten ein. Dann bin dann definitiv wieder da. Ich glaube, du bist eh hinten eingereiht. Ja. Und kommt dann einer, der nicht dran war? Ich kann einen nach vorne setzen. Nee, beziehungsweise hast du noch offen, ne? Ja, nee. Es fehlt immer noch Robert mit der NBA-Box. Sonst müssen wir die erstatten. Ne? Jo. Oder ich schicke sie ihm morgen nach Hause. Hat nur einen Streampreis, oder? Ja, stimmt. Dann wird das erstattet. So, letztes Pack. Gold muss regeln. Ja, das stimmt. Wobei. Ja, okay, mit dem Trainer, wenn man da nichts mit anfangen kann. Jules Koundé. Messi. Hier, da ist so eine 10 Nummer. Ne, die sieht einfach so aus. Dann hier Emiliano, der Perverse. Ah, ja, da ist Robert. Das ist doch gut. Robert, optimales Timing. Dusan Vlahovic. Und es ist, sieht voll dick aus. Der Frame. Ist ein Relic da drin? Ja, ja, hier ist blau, hier ist weiß. Blau-weiß ist gut. Oho! Hier ist irgendwas gepatchtes. Hier ist also Patch to Color Sladan 14 von 15 aus LA Galaxy Jersey. Das ist jetzt der beste Boyfriend. Ja. Definitiv der beste. Weil die Goldframes sind zwar alle richtig, richtig geil, aber Vogel hat recht. Bisher Spielerqualität hat Zlatan alle abgehängt. Bis hierhin. Vielleicht macht Jürgen noch einen. Ich weiß nicht, ob noch einer eine hat. Ja, Finn hat auch noch. Lukas kommt auch drin. Okay, also wir haben noch einige Kriterien. Brutal. Zlatan Ibrahimovic. Blue, White. Und das ist ein Monster-Patch hier unten. 14 of 15. Die Messi willst du getoploadet haben, das machen wir. Und hier Mr. Purvis kriegt auch einen. Alles latanisiert. Gut.
Eli, dann vielen, vielen Dank. Ich zeige dir nochmal eben kurz alles. Wir haben die Messi wie gewünscht im Top-Loader, Zlatan Ibrahimovic Goldframe, Roberto Mancini in diesem unfassbaren Design, die Extra Time von Garcia, Nahuel Molina, dann Höljund, Kimmich, Arda, Grealish, Fede und Emiliano Martinez. Lukas, der Nächste im Bunde. Wir bleiben dran. Haut ihr noch eine Futera in den Shop, ich kaufe sie direkt. Also geplant war es nicht. Der Einzige, der gesagt hat, weil er schon eine hatte, und dann macht es für unsere Abwicklung, ist es viel einfacher. Weil wenn wir eine in den Shop hauen, sehe ich kommen, dass wir fünf verkaufen. Das ist immer kritisch. War, glaube ich, Gregor. Plugstyle ist Beast Mode, ja. Plax, hast du eigentlich die Juve-Box geöffnet, die wir dir geschickt haben? Oder hast du die Seal verkauft? Aber Bodycrafter, wir sind Mittwoch oder Donnerstag wieder online, auch mit Futera. Wir haben Futera. Muchas. Links. Habe ich geöffnet, war nix. Seal verkauft. Weiß ja nicht. Hätte ich Jens natürlich nicht zugetraut, aber ich wollte einfach die Option mal in den Raum werfen. Auffällig, noch kein Uncut-Auto, die haben definitiv weniger reingepackt. Das sind, das sind interne. Habt ihr über oder unter 100? Hast du den Instagram-Post von uns gesehen? Das beantwortet die Frage eigentlich, und zwar deutlich. Wenn nicht, dann bleibt es ein Rätsel. Okay, Lukas, auf geht's. Wir starten mit einer Jude. Aber die mache ich jetzt mal nochmal weg. Mehr oder weniger als Cyrus? Das ist für eine Frage. Wer mehr? Skriniar, Gündogan, Kvaratskhelia, Jungmin Son, Alejandro Garnacho. Wird das Niveau irgendwann erreichen? Ja, das ist der Maßstab. Ja. Das ist abnormal. Ich sage, Cyrus hat bestimmt von diesen 500 Cases 100. Ja, aber fünf, auch von Panini-Produkten gefühlt ein Drittel. Ja, ich glaube, Soccer Breakers ja. FC bekommt mindestens von allem 5 Market Allocation. Ja, okay. Das könnte das erste On-Card-Auto sein, wie es daherkommt. Dann ist die Frage, wer ist dieser Mann? Ja, das sieht aus wie ein On-Card-Auto. Lukas, ich glaube, du hast das erste On-Card-Auto. Jetzt die Frage, wer ist das? Zur Hölle. Hm. 303 Jason McAteer, Republic of Ireland. Ja, da sind wir raus. Müsste irgendwo ein UK anbieten. Ja, würde ich in Irland verkaufen. Kommst du auf die Messe? Das ist jetzt mal ernsthaft, Lukas. Kommst du auf die Messe Kaiserslautern, weil die Jungs von Soccer Cards United sind aus Irland, die kaufen die sofort. Also nur für den Fall. Ansonsten schreib die mal an. Und Jude ist zu 69. Das heißt, kein Goldframe normalerweise. Das wäre die erste Box mit On-Card anstatt Gold. Liverpool und Ball. 100 Spiele für Liverpool. Also solltest du da hinkommen, Lukas. Soccer Cards United. Ansonsten schreib die mal bei unter Hinzunahme des Fotos bei Insta. Die kommen aus Irland. Die sehe ich da. Und wenn alle Stricke reißen, schreibst du einfach Luke. Sag ich auch, wie es ist. Wenn alle Stricke reißen, gibt es immer noch The Hobbybox Luke. Ja, sicher. Ja, bestimmt. Oh, die Farbe ist. Der zündet sein Handy und dann ist es. Ja, pling, pling, fertig. Alexis McAllister. Dann André Onana. Joshua Kimmich. Dujan Vlahovic ist Number 69. Joao Felix. Was kommt hier?
In Rot schon gehalten, die Schrift. So was? Was? The Musicals. Oh, das waren so Volllegenden. Auch aus 2009 oder so. Das hat man noch gar nicht. Und nee. Musicals waren damals Lev Yashin, Gerd Müller. Was ganz Neues. Garincha, oh, sieht die, oh, die ist ja so oldschool getrimmt. Ja. Junge, du siehst, dass das Trikot 80 Jahre alt ist. Das lebt. Garincha Two Color Musicals. 404. Aus einem History featuring a piece of his Millonarios FC Game Worn Jersey from an exhibition match during his career. Ja, da konnten sie sich, da konnten sie nur sich so eins leisten, alles andere wäre wahrscheinlich zu teuer. Welche Zeit war das? Boah, das muss alt sein. Kennst du den? Guck dir mal das Foto ja, an. Ja, Junge, das ist vor dem Zweiten Weltkrieg. Genau. Sieht aber richtig geil aus, finde ich mega, weil das ist richtig alt getrimmt. Und ich meine, das ist halt auch alt. Mystikel, das geil. Vier von vier Garincha, was ganz Neues. Sehr, sehr sexy. Ich finde es so mega, dass die so ein Set gemacht haben, wo sie so diese alten Dinger... Ich meine, wir kennen die, wir haben die alle mal gesammelt. Da findet man sich dann natürlich wieder. Mit der Ziege. Machen wir weiter. Kann gerne so weitergehen. Garincha war im Zweiten Weltkrieg noch ein Kind. Ja, hab ich doch gesagt. Da hat er aber schon gespielt. Auf höchstem Niveau. Reece James, Marcus Rashford, Bukayo, eine Valverde zu 24, Iniesta, Vinicius. Hier sind zwei Köpfe drauf. Das ist Calvin Phillips. Safe. Die Friese hat nur eine. Hoffentlich ist auch auf der anderen Seite. Ist Marco Ferrati versus... Ja, eher so die Sechser versus. Im letzten Jahr noch nie, ne? Versus. Ja. Also Verratti und Spielerauswahl Kizu. Kevin Phillips hat es halt vor die Wand gefahren, ne? Der Wechsel war nicht gut für ihn. Der Wechsel war eine Katastrophe. Pep hat ihn voll auseinandergenommen. Aber er war auch vom Gefühl her nicht professionell genug für City. Dann haben wir im letzten Pack Foden, Upa, die Vorlage ist zu 55, Randall Kolo Muani, Kylian Mbappé, Heritage zu 19, Christopher Nkunku, Jordan Henderson, boah, ich sag dir, wie es ist, die Spielauswahl war einfach schwierig. Ja. Verdammte Axt, Jordan Henderson, das sieht zwar echt cool aus, 17 von 21, er ist jetzt auch ein Wüstenboy. Ne, jetzt spielt er bei Ajax, aber also auch nicht besser. Wir haben das erste On-Card-Auto, aber erstmal Forlan, Mbappé, Valverde, Vlahovic, Jude, Hendo, dann Phillips versus Verratti, mit Abstand die Kutze definitiv, die Garincha, The Mysticals 404 und ein On-Card-Auto, Jason McAteer 303. Hallo Robert, also 404, 303 klingt alles gut, aber irgendwie bis auf die Garincha ist dann immer bei den On-Cards, das muss dann schon... Ronaldinho sein. Den suchen wir immer noch. Den suchen wir immer noch. Boah, ich glaube, Chiller Kill, dass es Leute gibt, die sagen, der Goldframe, je nachdem welcher Spieler es ist, ist gar nicht so wichtig, sondern die anderen Karten überzeugen eher. Ich glaube, da gibt es kein falsch oder richtig. Der Super Shape ist immer noch Ronaldinho on Card. Ja, auf dem Foto. Ich fand die Woche sehr zufrieden. Vielen Dank, Lukas, das freut mich. Ich glaube, Sebastian hatte eine Juve. Ja, genau. Und der hat gesagt, die rechte Box.
Er hat gesagt, die rechte Box, Sebastian, ich lege beide hin, das heißt, du hast dich für die entschieden. Das ist die Hauptsache, Lukas. Ja. Da haben sie, mussten ein Ding machen, die Trikots sind massiv. Ich habe mir damals zur Girlfriend Rooney auf eBay gegeben, trotz Lizenzproblem ist es definitiv. Ich meine, wir reden hier über Lizenzen, die nicht vergeben sind. Selbst das aktuelle Topps-Produkt hat 4 Lizenzen, die nicht drin sind. Das kommt halt schon mal vor, bei Futera war es auch immer so und Futera trotzdem immer funktioniert, weil Futera kommt über eine Wahnsinnsqualität, über diese Trikots, über die Goldframes. Da geht es am Ende nach, sagen wir mal, Schönheit. Das muss man ganz klar so sagen. Okay, Sebastian, Fagioli, Cuadrado, Enzo und Di Maria. Dann Sekulov, Zidane, Matthias Soulet und Mancini. Barenchea, Gatti, das ist ein Bangula und Matthias Soulet, zweimal jetzt schon Soulet, auf jeden Fall auch kein schlechter. Dann Compagnon, wieder Soulet, Barbieri und ein Torwart-Number, Perrin. Hätte ich gewusst, wie viel meine Gold bei eBay weggegangen ist, ist ohne Mindest, hätte ich sie leichter behalten, aber nicht mal dreistellig. Ja. Da kommt es immer drauf an, wen und was, ja. Muss man ganz klar sagen. Die Dinger gehen nicht automatisch für, nur weil du Goldframe hast, für 300, 400 Euro oder so. Ne? Das ist wie bei Tops oder Panini, du brauchst die richtigen Spieler, ja. So ist es. Trezeguet, Prema, Compagnon, was fragt Andy? Das war davor, in der Unique 23-24. Das jetzt ist die Unique Nostalgia, also was ganz Neues. Das feiert so die letzten nostalgischen 20 Jahre, letzten 20 Jahre. Miretti. Und eine First Bowman. Leider kein Kenan, sondern Tommaso Mancini. Die Heritage diesmal sind alle okay, McLovin. Wieder Pink, Inzaghi. Chesney. Soulet und boah, Perrin, hochnummeriert und Pogba. Sebastian, da können wir nicht mehr glänzen. Kudrick, Fagioli, hast du zufällig daran gedacht, was ich dir gestern Abend geschrieben habe? Ja. Vlahovic und Turco, hat Vogel, glaube ich, mit reingepackt. Dann habe ich Chiesa, Ilin. Und ein Zebra-Auto von Andrea Basagli zu 75. Ah, okay, okay, hatte das nämlich vorhin mit dem Kauf abgehalten. Nee, nee, das ist nicht die Serie. In dem Set stimmt wieder alles. Gewohnte 100% Qualität von Futera. Also wir haben Mancini, wir haben Basagli und zweimal Pink. Die ist bis jetzt nicht so geil, Sebastian, auch wenn du nicht da bist. Ich muss es dir so sagen. Bangula, De Chilio. Danilo und Bonetti. Ja, genau, wir streamen die wieder. Ziel gibt es ja auch morgen, also kein Problem. Dann haben wir Paredes, Chiesa, einen Nedved und Chiellini Basali. Dann Bremer, Alexandro. Ealing Junior und Moisken. Eine Number nur noch. Muss aber jetzt die Farbe passen nach zwei Pink. Kostic, De Chiglio und ist. Es ist eine Zebra von dem dritten Torwart. Oder, die war bitter, Sebastian. Verdammte Scheiße. Cuadrado, Chesney. Gatti und Cuadrado, das müsste eigentlich alles gewesen sein. Hey, ja, ja, ja. Die war es nicht. Di Maria, Locatelli,
Immerhin ihn noch, ne? Il Futuro First Bowman. Kenan Yildiz. Wenn das die beste Karte ist, dann weiß man eigentlich Bescheid. Und hinten raus haben wir Enzo, Nedved, Pogba und boah, den doppelten Insert Pogba. Holy. Sebastian, gut, dass du nicht da bist. Was ist mit vorgekommen? Kann ich dir nicht sagen. Hab ich wenig bis keinen Kontakt zu. Ich habe nur mitbekommen, dass er lange nicht da war. Und mehr kann ich dir dazu ehrlich nicht sagen. Aber da ich generell mit Vogel immer nur drauf schaue, was wir machen, will ich, ohne dass es jetzt blöd klingt, bitte nicht falsch verstehen. Ja, wir schauen auf uns. Kenan Yildiz, Pogba, Pinzoglio, Perrin, ein 75er Zebra Otto Basagli und ein Mancini First Bowman. Ich weiß es wirklich nicht, Michael. Sebastian, ich danke dir und für die Box muss ich mich fast entschuldigen. Die war es nicht. Sehen wir heute noch eine andere? Horst Koch schreibt, heute gab es einen Discord-Post von ihm. Könnt ihr euch dann untereinander schreiben, hat hier keine Relevanz. Ivo mit einem Knockout. Eine? Eine. Oh, Ivo will's wissen. Ja. Ivo. Eine Chance wahrnehmen oder Chance nicht wahrnehmen? Wunderschönen guten Abend. Euer Paket ist gerade angekommen. Freue mich sehr. Das freut mich, Henny. Was? eBay Einzelkarten? Warte, lass mich überlegen. Henny. Ich glaube, das kann ich mir nicht alles merken. Dafür sind es viel zu viele. Wurde schon WWE geöffnet? Ja, vier Boxen impeccable. Kommt heute keiner mehr. Aber in den nächsten Streams nochmal. Ivo, bist du noch da? Du hast eine Knockout. Ansonsten Robert und sonst... Ne, erstmal Finn mit einer Todesbestellung. Ah, da hast du hast die Neymar geholt, okay. Den Lewis und Chelsea von eBay. Okay. Ivo scheint gerade nicht mehr da zu sein. Dann packe ich das beiseite. Finn. Okay, ich dachte schon, das wäre, aber das ist es nicht. Zweimal Matthäus und eine Fotografie. Ja, Finn ist richtig hart rein. Finn, ich drücke die Daumen. Vielen, vielen Dank für die massive Bestellung. Machen wir erstmal die Matthäus. Die liefen heute so gut. Bitte mal einfach so weiter. Guck dir das mal an. Wir haben Jamal Musiala One-on-One Auto gezogen. Wir haben Dual Auto zu 10 gezogen. Wir haben Oliver Kahn Auto gezogen. Leck mich am Arsch. Aber dann müsstest du. Hast du 4 da liegen? Ja, 2 Matthäus. Ah, ja, stimmt. Richtig. Ben Finn, ja. Also, wir suchen Finn. Der braucht, muss zwei Nummern nennen, weil er hat zwei Matthäus und eine Futera Unique. Und Ivo suchen wir auch. Die habt euch alle mal eingereiht, also ihr wart definitiv irgendwann mal da. Wir lassen das mal. Gibt es von Jamal denn auch mehrere One-of-One? Ne, nur den einen, glaube ich. Ist ja ein Matthäus-Set und nicht das Who's Next 1 und 4. Warte, Finn, bevor wir loslegen mit deinen Boxen, ich glaube, Kogel... Willst du auch noch was trinken? Oder lieber Wasser? Ja, ich komm mal hin. Hast du diese Pfanne? Für wie viel ging die Mbappé? Die ist bei uns in der PC. Die verkaufen wir nicht. Kannst du mal sehen, da musst du hier mal wieder die Heizung an, aber jetzt so während des Streams in der Zeit jetzt schon, geht's direkt mal an wärmer, ne? Ich habe gestern vermeintliches Lothar One of One aus dem Set gezogen und habe heute Morgen mehr gekommen, dass das gleiche schon gibt. Wie ehrlich gibt's. Bis jetzt war doch Hier, Fassbrause. Dieses Bremen-Dual.
Mehrmals, ne? Lothar war noch One mehrmals. Das habe ich auch noch nicht gehört. Bist du sicher, dass das stimmt? Also im Discord habe ich heute eins gesehen. War das nicht dein? Ja. Aber es gibt auch viele Lothar. Ne? Es gibt viele Lothar. Also du hast das, war das nicht das One of One in dem Bayern-Trikot? Mhm. Also es gibt ja vier oder fünf verschiedene, ja, gleiche Autokarte, One of One, oh, gleich ist die Sache. Das ist übel. Das wäre kacke. Also diese Dux Ailton Insat Geschichte, die ja schon kacke, aber okay, Steinezeit halt. Aber Auto wäre kacke. Wenn man dann bedenkt, dass ja viele fehlen, plus ja, hab ein Bild bekommen, ja, also ja, stimmt. Das ist so schön, ne? Okay. 1 und 4. Ne? Das wäre nicht so schön. Deswegen auch die Frage, ich habe gar nicht verstanden, was du willst. Ja, Marmusier, da gibt es ja nur das ein One-of-One. Sollte es nur einmal geben, wenn das jetzt mehrfach auftaucht, wäre nicht so cool. Das wäre jetzt die zweite Karte, von der man weiß, ja. Marina hat doch auch eine One-of-One-Lothar, aber weiß nicht mehr welche. Ja gut, dass es mehrere, und ich habe es gestern noch gesagt, dass es mehrere gibt, ist ja klar. Es gibt ja vier oder fünf Lothar-Designs, ich weiß es gar nicht. Aber dass dann ein Auto in dem gleichen Design zweimal als One-of-One-Auto, das geht natürlich gar nicht. Habt ihr die Kramer goldene Autogrammkarte noch? Nein. Das bitte. Finn. Jetzt erstmal volle Konzentration auf Finn. Klose. Simmons. Keegan. Mehlen. Kahn. Ich sag's aber trotzdem in aller Deutlichkeit. Das ist ein Top-Set. Diese Fehler dürfen natürlich nicht passieren, aber es ist einfach ein richtig, richtig geiles Set. Matthäus, Magat, Wind, Paradis und Kone. Kommen wir auch so viele 101 aus dem Box im Stream gesehen. Das ist schon komisch, ja. Ich mach die mal so. Fehlen so viele. Keine Ahnung. Selbst obwohl ich sehe, weiß ich es nicht. Nee, ist einfach nur der Matthäus. Passt an die Herzog. Dann scheint das zu stimmen, Finn. Moin, moin, Werners Mofa. Siebert, Kohler, Jesung Lee und 25-Legende Rummenigge Karl-Heinz, Purple. Gehe ich mit einem Superset auch einfach optisch hingucken, 100%. Die Checkliste mal was ganz Frisches, viel Legend, die neu sind, frischer Wind. Fehler, wenn die alle so, ich meine, Ailton Dux, stimmt, haben wir fünf mindestens gesehen, geht gar nicht. Wenn jetzt Autos alle auftauchen, schwierig. Da muss man dann auf jeden Fall aber unbedingt darauf hinweisen, wir müssten das mal im Discord sammeln und ich müsste das dann mal irgendwie überliefern, ne? Weil das schon auch wichtig ist für die Zukunft, das anzusprechen früh genug. Rummenigge, Corani, Matthäus und 28 of 49, Kevin Corani. Ja, das könnten wir dann definitiv auch mitteilen. Ob das gewollt ist, wissen wir nicht, aber es fehlen halt auch viele Numbers. Ja, wie sollen wir das machen? Kann das einer mal irgendwie zusammentragen? Wie viele fehlen? Welche fehlen? Dass es fünfmal die Dux gab, vielleicht mit Proof. Vielleicht auch Henny, dass du das andere Bild und dein Bild, dass wir es irgendwie zusammenkriegen. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf Finn. Schönen guten Abend, Jordi. Pitschik, Ballack. Hoeneß, ich glaube, ja, es ist definitiv ein Stars von heute. Im Rahmen der Stars von heute, 99er, würde ich sagen, ist Maxi Bayer noch okay. Finn, was meinst du? Auf jeden Fall eine starke Debütsaison. Das kann man sagen. Ich gebe die schon mal rüber. Legen wir die hin. Wirtz und Marit ist auch nicht aufgetaucht. Nee, ja, einige. Sanjin. Auch die Bremer hier, Diego. Ja, das sind, wollten, die 20 sind viele, ja. Wir machen die zweite. 1, 2, 3, 4, zack, zack.
Da hat schon einer eine Liste erstellt, die Mitschendel heute um 15.42 Uhr. Ja, aber da müsste jetzt ja zum Beispiel auch noch rein, neben der Liste, die 5x Dux mit Bilderproof, wann, von wem, wie, wo. Und das hier ist doch schon mal von Handy nicht dieselbe, ist doch ein anderes Design, oder? Wollte es nicht direkt in den... Aber echt. Das ist doch nicht dieselbe Henne. Die von dem Power 94 ist doch eine andere als die du hast, ist doch ein anderes Trikot. Hat vorgerecht, ist so ein ganz anderes Bild. Ja, also das ist nicht die gleiche. Okay, alles wieder zurück, es ist nicht die gleiche Karte. Und Fremdwerbung können wir wieder entfernen. Ne, das ist ja persönlich mir zugeschickt. Vogel, entferne die Fremdwerbung. Falsches Bild. Okay. Ach so. Ich muss jetzt hier mal Finn machen. Matthäus, Cola, Matthäus und Manu Kone. Und Marina hat auch eine andere. Marina, glaube ich, die im Gladbach-Style. Dann haben wir Jonas Wind, Danilo Dürki, Ludovic Reis, Jens Day und Julian Brandt. Dann haben wir Hummels und Sammer, Vincenzo Grifo, Jamal Musiala, die heute als One-on-One-Auto gezogen, Kainz und Openda. Ne, auch Bayern, aber eine andere, okay. Mal gucken, was Henny jetzt liefert. Wir machen erstmal hier weiter mit Sepp Maier und Oliver Kahn. Ailton und Duxch. Mit alle Duels hier am Start, Matthäus Beckenbauer, Maximilian Bayer und eine 99er-Legende von Andy Brehme. Finn, dein zweiter Numbered, machen wir mal so, Girassi, Lothar Matthäus, Jason Lee und Hugo Larsson, Rookie zu 49, Eintracht Frankfurt. Übrigens, das Eintracht Frankfurt Set kommt diese Woche bei uns an, das ballern wir einfach mit in die Stream-Kategorie. Und jetzt noch das Auto. Ich drücke die Daumen. Wir haben Harry Kane, Uli Hoeneß, Marvin Melem. Das ist eine Legend zu 10. Alexander Klapp. Das ist so Stuttgart schon auch in Richtung Color Pass, ne? Ja. Boah, das war auch schön unterschrieben. Ich verstehe zwar gar nicht, wo da Klapp steht, aber... Schön. 7 of 10 Stuttgart-Legende, Alexander Klepp. Da haben wir ein paar Stuttgarter. Finn, falls du kein Stuttgart-Fan bist, ich weiß, wer sich da sehr drüber freuen würde, und das ist Marc Hoeneß, heißt der bei uns. Kannst du gerne mal anschreiben. Der wird dich eh anschreiben. Ich packe dir die mal ein. Sehr schön. Da gibt es ein paar Stuttgarter, die da bestimmt richtig Bock drauf haben. Die hat leider, guck mal, ich sehe das jetzt gerade, hier unten wieder diese Mini-Ansatz dieser Bubble. Siehst du hier, ja, scheint der LED-Strahler an der Ecke. So wieder die Position. Genau, die hier, ja. Und hier ist Ansatz und da unten, wo so leicht, minimal. Ja, also Pyromarf, nichts gegen dich. Ihr könnt alle ja Finn anschreiben, so ist nicht. Ich wollte jetzt hier keinen Stuttgart-Fan ausschließen. Ich weiß nur, dass Marc auf jeden Fall hinterher ist. Bin gleich bei der Grenze. Wenn ich jetzt dran bin, die 1 bitte. Hier, jetzt ist Robert, dann ist Ivo und dann bist du. Aber erstmal hat auch Finn noch eine Futere. Also Finn, wir haben Maximilian Bayer Auto zu 99, Alexander Klepp Legend Auto Stuttgart 7 of 10, Hugo Larsson, Karl-Heinz Rummenigge, Andy Brehme, und Kevin Kurani. Hat sich das jetzt aufgeklärt oder hat Henny aufgegeben? Nee, er schreibt, glaube ich, Suche. Achso. Also Marina hat nochmal eine andere. Das passt bis jetzt. Aber mal schauen, was geht. Ist Ivo eigentlich mittlerweile aufgetaucht? Weil Ivo, wenn nicht, dann... Ja, der hat sich auf jeden Fall eingetragen.
Wenn er sich eingetragen hat, ziehe ich ihn auch durch. Eine Knockout. Jetzt kommt erstmal die nächste. Jetzt wäre Robert. Nee, jetzt kommt Finn, der hat noch eine Futerionik neben seinen beiden Matthäus. Der hat es ernst gemeint heute, der Finn. Alles klar, danke dir. Robert, auf dich bin ich jetzt gleich gespannt. Vogel und ich wollen ja auch in Revolution reingehen, weil Wemby schon wieder abnormal geht. Der hat heute Nacht wieder ein Todesspiel gemacht. Er ist wieder sehr selten drin. Die Preise sind wieder entsprechend hoch. Da muss man rein. Da machst du einfach nichts. Und ich finde es cool, dass wir die gleich on stream sehen. Ich meine, ich hätte sonst First Look gemacht, aber dann machst du es einfach. Wemby einfach und feiert zur Zeit, seitdem er da ist. Das wird immer schlimmer, das Ding. Rookie of the Year, aber sowas von. Und auch der, wie viele Rekorde schon gebrochen. Absolut krank. Richtiges Biest, der Junge. So, jetzt die Futera Unique für Finn. Ist ja eigentlich kein Cristiano drin. Messi habe ich gesehen, aber Ronaldo ist out. Nein, noch nicht. Ich habe heute mal gefragt, wann die denn kommen, weil die erste Top Snow, die von dem kam, ist schon über 2 Monate her. Xavi, Höljund, Gakpo, Casemiro, dann haben wir Antonio Rüdiger zu 40. Doch, CR7, Ronaldo war in einer der ersten Boxen. Okay, sorry. Ja, war ein Fehler. Alle haben Hände gesagt, dass das dasselbe Design ist, ist es aber gar nicht. Ist dann mitgegangen. Okay, also korrigieren wir das hier offiziell. Es gibt keine Matthäus One of One mehrfach. Nee, sie haben sich alle vertan. Es bleibt bei Bremen. Aber ja. Das ist, ja, das wussten wir. Da habe ich auch am ersten Blick gesehen. Boah, das ist auch, guck dir das Teil wieder an. Ciro Ferrara, 3-Color-Patch, memorable. Was ist das für ein Jersey, bitte? Italien, Game One aus dem Qualifier gegen Georgien in Renato Churi 96, 11 auf 18. Boah, das ist so richtig. Und jetzt wird einem erst klar, was sie damit meinen. Das ist so richtig nostalgisch. Das trifft es wirklich gut. Muss man eindeutig so sagen. Die haben dem Namen der Serie damit alle Ehre gemacht. Ciro Ferreira. Sehr, sehr schönes Teil. In den US wurde die zweite Karte von Wemby nie ausgeliefert. Ja, aber... Das kommt noch. Bei dem Print Run dauert das ja, bis das produziert wird. In meiner Tops Bestellübersicht sind alle noch auf in Bearbeitung. Okay, wir sind gespannt. Das ist schon mal... Also, es ist wirklich sehr geil, dass die diesen Namen so gematcht haben. Alte Serien bemüht, Spieler, ja. Die Trikots auch. Sehr, sehr schön. Wird ein Futera Unique 2.0. Aber ist es überhaupt nicht. Voll cool. Mega, mega gut. Ruben Diaz. Ich dachte auch, oh, ist ziemlich kurz nach der anderen Unique. Vielleicht ein bisschen zu schnell, aber es ist schon was anderes. Mann, ist schon ausgeliefert. Ja. Sollte heißen, die ist schon ausgeliefert. Ja, wir in Europa wie immer. Der letzte Hund. Hoffentlich haben wir Chancen überhaupt auf Numbers. Aber das werden wir sehen. Weil werden... Erling, Heritage, 1 of 29. Was kommt hier? Ist wieder so. Oh nein, das ist er gar nicht. Ich dachte, das wäre so. Ich habe mich verguckt. Okay, das nix. Samir Nasri. Ist das ein OM-Jersey? Ne, Manchester City. Stimmt, da war er. 12 of 20. Nasri. Boah, den habe ich gar nicht mehr am Schirm. The streets won't forget. Ja, warten wir mal ab. Erstmal müssen die Karten kommen. Lass uns mal nicht Gedanken machen über Numbered-Karten. Erstmal Karten generell bekommen. Also Samir Nasri, City und Ciro Ferreira. Plus Erling Haaland, 1 of 29 und Marquinhos.
Nasri war schon gut, ja. Ich habe vor kurzem wieder auch Adel Tarabt oder wie der hieß, The Swedes Won't Forget geguckt, weil es für heftige Baller gab, die einfach keiner kennt, so, die man gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Und dann guckt man das Video und denkt, boah, der geil. Aber die haben es halt nicht auf Strecke hinbekommen. Gold Frame. Das ist ja dann auch die Kunst, ne? Hier haben wir eine Heritage von Martinelli zu 35, Moises Caicedo, Lisandro Mal, hier kommt ein Heroes, Ake, Sergio Ramos ist zu 55, dann Alex Isak, Dimitar Berbatov. Das habe ich, keine Ahnung, wer das ist. Attilio Lombardo. Am 6.1.66 in Santa Maria la Fossa, Italien geboren, zu 32. Wo sie den ausgekramt haben aus der Checklist, keine Ahnung. Schicke Friese. Generell, also den habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Sollte den einer kennen, Respekt. Kommt direkt der Krankenwagen. Okay, Finn, Goldframe. Apropos Tarabt, habt ihr mal Shegrova vom Lil Ballen sehen? Halleluja, ne. Es gibt immer so, Nico, die hat man so nicht auf dem Schirm. Ich habe auch vor kurzem ein Video gesehen, da sitzt in diesem Studio, ich weiß nicht, wer das ist, ich glaube, die in England, wo Henri und so beisitzen, und da erzählt einer eine Geschichte von so einem Menu-Talent mit 16 Jahren, da haben sie Videos von dem gezeigt, wie der alles auseinandergenommen hat, aber der war im Kopf halt nicht so weit. Eder Militao, Virgil van Dijk, Karim Benzema, Sadio Mane, Zeno de Bast. Keine Nummer dazwischen. Könnten viele. Ja. Könnte wieder Samir Nasri sein. Finde ich. Es ist Joao Cancelo, Prestige. One of 10. One of the best attacking fullbacks in Europe. Ja, der ist schon nicht schlecht, das stimmt. Einfach eine wunderschöne Karte. Vogel sagt eben, ich würde sagen, das können wir hier wieder anwenden. Spielerauswahl von den Goldframes hat bisher Zlatan alles platt gemacht. Finn, das heißt für dich... Hier Lombardi, Hero, Sami Nasri, Joao Cancelo Prestige Frame. Das ist für mich die schönste gewesen, weil die sieht einfach voll geil aus. Ciro Ferreira, dann Ramos, Martinelli, Marquinhos, Erling Haaland und Toni Rüdiger. Cancelo Prestige Spieler, das top. Ist das, Beste, das ist sehr gut. Vielen, vielen Dank, Finn, weil das war schon auch einiges. Menu ist heftig, ja. Also vielen Dank an Finn. Robert, jetzt ist es soweit. Wir machen das heute Abend schön vorm Fernsehen. Du machst es hier für uns. Das ist sie, die neue Revolution 2324. Wie immer geht es um diese Ultra Rare Galactic. Wir wissen, die sehen krank aus, die Karten. Rookie Variations und Revolutionary Inserts. Ansonsten steht hier extrem viel drauf. Man muss immer umdrehen. Ruby, Cosmic, Sunburst. Dann hau mal raus. Wemby Galactic, dann ist vorbei. Der Super. Ja. Ich glaube, die Base, was hast du, Raw Base 80? Gerade am Anfang, ja, ist schon wieder verrückt. Klar, geht ein bisschen runter mit der Zeit, aber... Ja. Da wäre ich auch sehr gerne heute reingegangen. Die haben wir ab morgen sealed, auch wenn heute schon extrem viele Leute quasi für morgen schon mal angemeldet haben. Wir haben auch Mini-Case-Leute, die gesagt haben, die wollen gleich den ganzen Inner-Achter. Aber ja, kriegen wir schon hin. Wir haben ja auch genug bekommen. Rechts, alles klar. Was machen wir denn? Hast du eine Menge im Kopf?
Ja, zwei oder vier. Zwei oder vier, ja, hätte ich auch so. Ja, da bist du wieder, man denkt immer, in so einem Inner gibt es bestimmt irgendeinen Hit, in so einem Inner Case, das gab es bei Revolution Soccer immer. Ja, richtig. Wisst ihr, wann die mir. Nein, keine Ahnung, Nico, aber wir kriegen die auf jeden Fall. Die sind aber auch noch gar nicht erschienen, also. In Amerika schon lange, ja. Ja, also. Aber hier, ich habe gefragt, er meinte, wir kriegen die, ja. Aber. Jeder vier, also. Also, los geht's. Wir starten mit dem Rookie. Lift off. Das ist so das crazy, ist wie die aussehen. Vor allen Dingen, ich sehe gerade, die ist gedeikattet. Hier diese Dinger rein. Und oben das. Lift off Amen. Und ich meine nicht Amen im Sinne von Kirche Amen, sondern der heißt. Dann Michael Porter Jr. Das dürfte Fractal sein. Yes, Jabari Smith, LeBron James und PJ Washington Jr. Der halbe, ja, der, das ist abgeschnitten. Na ja, gut, aber das ging natürlich in dem Design anders nicht, ne? Lift off one per box, alles klar. Dann wieder ganz vorne der Rookie, scheinbar immer. Wir haben jetzt zwei Packs geöffnet, müssen wir mal sehen. Das ist Leonard Miller, Rookie. Nein, da kommt einer hinter und zwar Jordan Hawkins. Da geht einiges. Die ist Groove. Chris Middleton, den haben wir in der Doku mit Giannis gesehen. Ja, stimmt. Dann Kawhi. Und Alperen Şengün. Ich werde die Rookies mal alle toploaden, so wie wir das auch machen. Und wir heben uns die eh mal alle auf. Was machst du damit, Robert? Dann Vortex Rookie von Podziemski. Dahinter. Boah. Ja. SGA, ist das dann wieder Groove? Ja, müsste. Yes. Dann James Harden, Devin Vassell und Jason Tatum. Da ist er. Victor! Was für Beine, ey. Guck dir das mal an, wenn ich höre. Die Base, ja, so. Ich habe gelesen von einem, der was? Ein Inner? Der hat ein Inner gemacht. Der 8 Boxen, 2 Base. 2 Base, 2 Insatz, eine nummerierte. Ja, also ist das schon gut. So blöd wie es klingt. Jaden Ivey. Ich glaube, die ist numbered. Ja. Eine Neutron zu 125 von Jaden Ivey. Aber der Schlags geht mächtig ab. Der kann sich so heftig bewegen. Nochmal Jaden Ivey. Jalen Williams und Jaren Jackson Jr. Hier ist irgendwas drin. Fühlt sich anders an. Oder auch nicht. Bilal Koulibaly, Rookie Revolution. Guck dir das an. Noch ein Lift off? Lift off Rookie Victor Wembanyama. Ist die auch noch? Fractal. Stark. Neidisch. Ja, wirklich neidisch. Wirklich neidisch. Fractal Rookie Lift off Die Cut. Das Beste, was du jetzt machen kannst, wenn du siehst, was der für Stats dahin liegt, welche Rekorde der bricht, wenn der halbwegs gesund bleibt und seine Karriere durchzieht, musst du jetzt Karten von ihm haben. Weil irgendwann ist es nicht mehr hinnehmbar. So bescheuert, wie es klingt. Sehr, sehr schön.
Dann haben wir Anthony Davis, Keegan Murray und Jalen Green. Mal gucken, ob wir drei schaffen. Jordan Poole. Dann haben wir Jamal Murray, das ist wieder Groove. Tobias Harris, Emmanuel Quigley und Kate Cunningham. Nur die Rookie. Ja, sicher. Ja. Also die anderen werden immer noch teure Preise erzielen, wenn er so weitermacht, weil aber so ist das. Er wird wahrscheinlich der Superstar. Mal gucken, wie es weitergeht. Aber wenn die um ihn herum ein Team bauen, er kommt dieses Jahr ja nicht in die Playoffs, aber wenn sie es schaffen und dann auch irgendwie mal einen Ring holen, dann ist vorbei, glaube ich. Dann braucht man die Karten aus dem Jahrgang jetzt, weil dann wird es irgendwann, man sieht ja, wo alte Jordans, ich meine, das jetzt so zu sagen, klingt ein bisschen übertrieben, aber ja, genau. Kannst du nicht mehr bezahlen. Wir haben Jordan Hawkins als Shockwave-Rookie. Dann ein Ryan Rupert. Groove, auch nochmal Rookie. Lauri Markkanen, Giannis und Benedict Mathurin. Das Ding ist, man sieht ihn halt so selten. Ja. Panini hat die so gedrosselt in der Produktion, das fällt so sehr auf. Sau schwer. Also du hast schon mal zwei aus der einen Box. Wir haben es gut. Eine Desmond Bane Groove, Paolo Banchero, Buddy Hield und Cameron Johnson. Ich würde sagen, du hast das Ziel und trotzdem würde ich das Kobe Auto der Silver Prism Wimby vorziehen. Frage, welches Kobe? Also, das ist alles Rookie getoploadet, aber am Ende ging es wahrscheinlich, also, das ist jetzt nicht alles. Klar sind die anderen Spieler und sind auch schöne Karten, aber man muss dieses Jahr einfach den Fokus so deutlich auf Victor legen. Du hast die Base gezogen und du hast die Lift of Die Card Rookie Fractal. Robert, First Look, erfolgreich abgeschlossen. Jetzt Ivo. Ivo, wenn du nicht da bist, du hast dich eingereiht, das heißt, du warst da, du weißt also, dass es um den Break ging. Solltest du jetzt nicht wählen, lass ich wählen und wir schicken es dir nach Hause. Aber im allerbesten Fall bist du da und sagst mir mal eben, ob 1 oder 2. Weil es ist ja eine wichtige Entscheidung. Es könnte ja ein Auto drin sein. Ansonsten zählen die ersten 5 Zahlen vom Chat und Mehrheitsentscheidung. Habt ihr 1000 Points von Tops erhalten? What? Was für 1000 Points? Danilo? Also, 2-2-1-2-2. Es ist definitiv die 2 geworden. Ja, man steht auch die Grammy wieder. Ob das 1000 Points. Achso, du meinst die Karten? Ne, wir haben noch gar keine Wimby erhalten. Also ich glaube, alle die in Deutschland oder in Europa bestellt haben, haben noch nichts bekommen. Ivo, Timestamp, 3 Stunden nach 10. Ich drück dir die Daumen, Ivo. Wir haben Sesko, Kolo, Zari Emery, Quietscher und Fermin. Hallo Marc. Wir haben eben eine schöne Karte gezogen, wo du bestimmt Interesse daran hast. Minje, Dest, Diogo Gonçalves, Edin Ketia und Mohamed Simakan. Dann Mehdi Taremi, Matteo Politano, Mika Hamilton, wieder Warren Zari Emery und Kangindi. Hab's gehört. Ich habe deinen Namen direkt mal in die Runde geworfen. Jordan Larson, Giovanni Simeone, Pedri, Alejandro Balde und Matisse Thel. Bisher keine voll. Aber vielleicht ja jetzt. Jetzt. 1.
Jetzt 2. Und du kannst dich beim Chat bedanken, Ivo. Auch wenn du nicht da bist und wählen konntest, die haben es geregelt für dich. Brandt, Lamine Yamal, Mikel Merino, Dani Olmo, Brais Mendes. Wo fangen wir an? Fangen wir mal hier. Rodrigo, Eva Nilsson, Joao Felix, Ricardo Pepi. Das ist DNA zu 49, Take Kubo. Dann nehmen wir den hier. Vinny Junior, Bakayoko, Jude Bellingham, Füllkrug, Antoine Griezmann, Starplayer. Immer wieder gern, Ivo. Noah Lang, Nico Paz, Karim Adeyemi, Dopik, danke dir. Conceição und dein Auto. Haben sie es auch noch gemacht. Bradley Barcola Auto zu 49. Ja. Hat der Junge Glück. Starkes Auto. Macht der immer das? Mhm. So ja. B mit so einem Strich durch. So eine, sieht aus wie ein Apothekerzeichen. Ja. Blood Void. Das ist Gregor, oder nicht? Ja. Gregor, willst du dich nochmal in Erinnerung rufen bezüglich deines Vorhabens? Wir können das gerne machen, Gregor. Weil du eh schon dabei bist. Dann schreib da hin, außer du hast die... Ich weiß nicht, Adresse. Gregor, willst du mir das kurz bei Discord, sollen wir es kurz bei Discord eben machen mit PayPal? Bist du im Discord? Ja, ne? Unfassbar, Ivo zieht das Bradley Barcola Rookie Auto zu 49, dazu ein 25er Griezmann und ein 49er Tag. Ja, auch wenn er nicht da war, das lief. Und 4 nach 5 gibt es, die gehen an Sky Tobi, Topspot 2B, die zwei lustigen 3, Elektrobube und Moxley. Ich guck mal eben. Ne, da hat er noch nicht geschrieben. Ich mach mal eben in Chat. Du kannst mich gerne anwispern, Gregor, wenn du die zweite Verteilung möchtest. Es war ein Alexander Chleb Legend Auto 7 of 10 aus Matthäus. Jürgen, machen wir. Es ist soweit. Jürgen, ich weiß nicht, ob du die Grenze überschritten hast. Wenn ja, gib bitte kurz Bescheid. Ansonsten, ich weiß nicht, ob du geschrieben hast, welche. Nee, hat er nicht. Alles klar. Gregor, du musst dich bei mir melden, wenn du das noch möchtest. Ansonsten sind wir nämlich hier nach durch. Auf geht's, Jürgen. Äußere einen Wunsch. Was wäre das Nonplusultra? Wobei, da muss man die Checklist einmal inspiziert haben. Auf jeden Fall Gold im ersten. Messi Patch wäre. Ja, so ein richtig schön. So ein richtig brutal. Ja, das wäre geil, ja. Wir haben damals diesen Goldframe gezogen, den haben wir auch gegradet, der war richtig, richtig gut. Werden die Futera-Boxen auch bei. Yes! Ja. Alle, die im Stream eine komplette Futera-Box kaufen, kriegen die leere Box auf jeden Fall dazu. Bis jetzt in allen Gold. Nein, ein On-Card-Auto hatten wir von 3 of 3 von irgendeinem Iren. Höllyund 1 of 1 würde ich nehmen. Sehr gut. Riyad Mahrez, schauen wir. Wir haben Militao zu 29, William Saliba, Enzo Fernandes, Thiago Silva ist grün, die ist zu 20. Und dann Kylian Mbappé. Das ist hier so old. The Headliners. The Archive ist das. Wer denn? Ach, Baresi. Der sieht ja hier noch mal ganz anders aus auf den Fotos, die ich kenne. 6 of 10. Baresi. Der
extrem viele Italiener, oder kommt mir das nur so vor? Baresi war damals, Leute, wir haben ja dieses 2007 oder 2008 hat Fotera so ein Online-Spiel rausgebracht. Und Baresi war ein Killer in der Abwehr. Ist Juve wieder für 150 drin morgen? Ja. Ja, das bleibt. Wo wir es gesagt haben, kommt der nächste Italiener. Xavi Simmons, oh, hinten wieder so eine schöne, ich sehe es schon, komm, Julio Inciso, Dani Carvajal, Bastoni zu 55, Aurelien Tchouameni, Erling. Ashraf Hakimi, was für ein Foto. Hat aber irgendwas, ne? Ashraf Hakimi. One of 19. Paris Saint-Germain, ja. Futera auch, ja. Also Gregor, ich versuch's noch einmal. Ich glaube, bei Discord hast du nicht geschrieben. Ansonsten machen wir es beim nächsten Mal. Gregor, ist auch nicht schlimm. Beim Kacken erwischt, ehrlich, ne? Ups. So, das ist so ein Bild, wirklich, wo man denkt, der ist gerade auf dem Platz. Dann hat er gefurzt während des Spiels und hat gemerkt, oh scheiße, da ist was mitgekommen. So, oder? Hab Vogel geschrieben, ach so. Ich bin mit Tilo gegen ich kann sehr fragen. Schickst du ihm die PayPal-Adresse? Mhm. Kennst du die, ne? Ich hab was gesehen. Nein, da war sie ganz hinten. Ich hoffe, ihr habt es nicht gesehen. Ich guck mal eben. Nee, alles klar. Welche ist es? Ist es die? Ja, sieht man gar nicht. Oder ist ja. Ja. Geschrieben? Ja. Klar, sag ihm, gleiche Preis war ja 3, was haben wir gemacht? 74,99, 79,99. 79,99 war es, ja. Ich muss das jetzt irgendwie regeln hier. Okay. Zlatan Ibrahimovic. Alessandro Bastoni. Alisson. Dann Julian Alvarez. Sehr schöne Karte. Die ist zu 15. Mega gut. Argentinien und dann in dem Blau. Ich logge mich gleich kurz ein, Gregor, und checke dann. Lass mich das eben zu Ende bringen, dann können wir das abwickeln. Jetzt pass auf, jetzt passiert es nämlich. Erstmal kommt hier so eine, keine Ahnung, was das ist. Ich muss dahinter aufpassen. Ja, aber da ist der hier. Das ist Dusan Vlahovic. Ja. Superstar. Das hast du gesehen. Ah. Jules Koundé. Als Heritage Insert. Und du hast einen Goldframe? One of One. Unten. Das ist eigentlich Bonus. Und ein Goldframe. Stimmt, man sagt One of One oder. Er ersetzt nochmal den Hit. Das ist richtig. Ja. Boah, ist so ein Pack. Da war Julian Alvarez zu 15. Ein Dusan Vlahovic zu 20. Memorabilia. Ich glaube, das ist ein Fiorentina Jersey. Yes. Bonusbox. Dazu hier eine 15, Julian. Dann packe ich dir die One of One in einen Mac. Ist zwar nur Jules Koundé, aber One of One. Danke, Jens. Zack. Und noch ein Goldframe. Jürgen hat sich das Warten aber gelohnt. Es lebe die Grenze. Ich nehme halt die Streamer-Books. Aber kein One-of-One. Jetzt stell mal vor, du hättest das gekauft und das wäre passiert. Das hätte uns keiner geglaubt, Jürgen. Und dann haben wir Ashraf Hakimi. Noch eine Number. Luis Diaz, 55. Pedri. Ramos. Clint Dempsey.
Jamal Musiala und der Goldframe. Das ist ein Honors. Wer wird hier gewürdigt? Gewürdigt wird Harry Kane mit so einem kleinen Trikotstück da drin. Das ist neu, das sieht mega schön aus. Das Bild und daneben das. 6 of 11, super schön. Ah, ich glaube, Marc, die Zeiten sind vorbei. Der ist, hat die Karriere beendet. Ich muss mir keine Sorgen mehr machen. Wo ist das andere Pack? Das ist der eine, das muss ich dann nachher machen. Ja, die war jetzt nicht verkehrt, Jürgen, sagen wir es mal so. Wir wollen das kurz zusammenfassen. Wir haben die One of One Jules Condé Heritage Insert. Wir haben Julian Alvarez zu 15, Militao Number, Luis Diaz Number, Bastoni, Thiago Silva, Dusan Vlahovic ist zu 20, Ashraf Hakimi beim Schurzen zu 19, Baresi zu 10 und Harry Kane Goldframe 6 of 11. Vielen, vielen Dank, Jürgen. Und ich glaube, Gregor hat sich noch eine gegönnt. Lass mich das kurz checken. Noch nicht, Gregor. Ja, er hat aber auch nicht mehr geschrieben. Leuchtet nicht grün, ist so abwesend, keine Ahnung. Okay, dann warte ich jetzt 2 Minuten. Ansonsten, wie gesagt, ist ja kein Problem, wenn wir es beim nächsten Stream machen, Gregor. Da kommen wir beide nicht klar, oder? Ich will jetzt natürlich nicht, dass du zahlst und ich gehe dann online. Super spannend, das Unboxing. Wie teuer ist denn so eine Box wie gerade? Erstmal herzlich willkommen. Diese Futera Unique kosten im Stream bei uns 379 und für zu Hause 3,99, glaube ich. Jetzt warte ich noch eben. Das wäre blöd, wenn sich das überschneidet. Er hat vorsichtshalber auch nicht mir geschrieben. Ja, mir aber danach auch nicht mehr. Nach der Antwort. Ja. Und im Stream, Ventox hat Pro So Speed. Danke euch und weiter so. Cool, weiß ich Bescheid. Vielen, vielen Dank. Du bist jetzt offiziell Subscriber, weil Ventox dir eingegiftet hat. Bloodfoid heißt er, ja. Ist er noch da? Ja, er müsste sich nur melden. Irgendwie spinnt Paper bei mir, sorry. Ja, dann sagen wir, wir machen Chris Vorkaufsrecht. Meld dich einfach. Genau, wenn es jetzt gerade nicht klappt, Gregor, würde ich einfach sagen, wir machen das auf ganz entspannt für den nächsten Stream, oder? Ja. Es rennt uns ja nicht weg, würde ich sagen. Bodycrafter, ich hätte Gregor das jetzt ermöglicht, eine zweite zu holen, weil der heute schon drin war. Und das hätten wir dann einfach mit auf die Rechnung ins Paket gepackt. Das wäre für Zwecksabwicklung auf jeden Fall leichter. Aber verbleiben wir doch einfach so, dass wir, ich sag mal, wir kommen Mittwoch wieder online. Wir haben Mittwochmittag kurz Besuch, da kommt Erik. Zum Fußball haben wir Zeit, ja. Genau, dann wollen wir Champions League gucken, aber das hat ja heute auch mal locker hingehauen. Das heißt, wir kommen Mittwoch online mit. Gerne wieder Revolution NBA, Futera, Juve, Knockout, was haben wir noch gehabt heute? Matthäus lief wie Hölle. Und wie gesagt, wir werden, lass mich kurz überlegen, da sind zwei, wir werden 5 Impeccable Wrestling im Mittwochstream noch haben. 30 Euro teurer als heute. Habe ich auch angekündigt. Sollen wir das so machen? Klingt gut, oder? Ja, und Gregor, mach dir, wir haben Futera genug, wir machen das einfach Mittwoch. Seh es positiv, schicken wir raus, bekommst du vielleicht morgen und Mittwoch ein Paket, bekommst du wieder ein Paket, immer jeden zweiten Tag ein Paket, ist auch was Schönes. Okay, vielen, vielen Dank, liebe Leute, war ein sehr, sehr cooler Stream, hat Spaß gemacht. Ich würde sagen, macht einen schönen Abend. Wir hören uns am Mittwoch, ja, wir streamen Mittwoch, Mittwoch im Stream. Und bis dahin, alles Beste. Und Outro und Goodbye, würde ich sagen. Macht's gut.